Audi. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich muss mich jetzt mal out of character melden, denn da waren 3 Monate keine Folgen. Was war da los? Hat der Mann keine Lust mehr oder was ist da mit dem? Dem ist nicht so, das kann ich euch sagen, obwohl mir tatsächlich dazwischen fast die Lust vergangen ist, weil, ja, ich hatte diesen Teil, diesen 21. Kapitel vor 2 Monaten schon fertig. Der war eigentlich schon komplett fertig und das Einzige, was noch gefehlt hat, war eine Kleinigkeit, die ich rausschneiden wollte. Aber sonst war alles drin. Musik, alles. Ich habe diesen Teil ausgewählt und habe entfernen gedrückt, was ich ja immer mache, gar kein Problem. Die ganze Timeline war leer, plötzlich. Ich habe einen riesen Schreck gekriegt, wollte das Ganze rückgängig machen, Ctrl-Z, dann ist das Programm abgestürzt. Den File, den ich dann gesaved hatte, war eine leere Timeline. Ich habe versucht, das irgendwie wieder hinzukriegen. Es hat nicht funktioniert. Es hat 2 Tage mich gekostet, mich da irgendwie einzulesen. Habe da irgendwelche Files aus dem System rausgeholt, die aber nicht die richtigen waren, offensichtlich, weil die viel zu klein waren. Fakt war, ich habe nach weiteren 2 Tagen, die ich wirklich gebraucht habe, um mich wieder dran zu setzen, das Ganze nochmal geschnitten. Nochmal im Grobschnitt, nochmal im Feinschnitt. Ganz fertig war ich noch nicht. Anfang Dezember raucht mir die Bootplatte ab. Wo ist dieser File drauf? Natürlich, auf der Bootplatte. Was soll man sagen? Anfang Dezember wieder angefangen, das Ganze wieder grob geschnitten, wieder fein geschnitten, wieder jetzt ganze Übergänge reingemacht und so weiter und so fort betitelt und immer wieder die Angst im Hintergrund, hoffentlich passiert das nicht nochmal, weil ich glaube, wenn ich das nochmal machen müsste, ich würde verrückt werden. Wahrscheinlich. Will nicht viel reden. Entschuldigung nochmal dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch, denn ich denke, der Film wird vor Silvester nicht draußen sein. Macht's gut. Jetzt der 21. Kapitel, ich halte jetzt die Klappe. Viel Spaß dabei. Nochmal, tut mir leid. Liebes Tagebuch. Im letzten Kapitel war ich viel mit meinen Flyern unterwegs. Für Omar und für Mr. Pennyworth. Was auch sehr gut gelaufen ist. Ich habe es schon in der Redaktion abgegeben und das geht seinen Gang. Zudem wurde Ronja angefallen von einem Puma. Und tja, Angela hat mich versetzt. Aber ich habe jetzt N auf der Kutsche. Ich bin mal gespannt, wie ich das Ganze Billy erkläre, denn auch er möchte ja eigentlich auf die Kutsche. Wir schreiben den 9.9.1875. Wir sind auf dem Weg nach Thief's Landing. Was ist denn da? Nein. Dann kann ich dir meine Lager zeigen. Willst du meine Lager sehen? Ja, sehr gerne. Kann ich dir zeigen? Pass gut auf. Pass gut auf. Guck mal hier. Sieht doch trostlos aus, oder nicht? Ist doch trostlos. Ja, alles also ein bisschen trostlos. Und dann bin ich hier gelaufen. Ja.
Und ich denke, das ist aber Trost. Also gut, in diese Richtung geht es von da, die Gleise entlang, das einigermaßen. Aber irgendwie alles trostlos. Lass mich raten, und du hast dir hier direkt am Fluss ein Lager aufgebaut. Und dann bin ich hier über die Hügel gegangen. Jetzt muss ich dir das mal angucken. Komm mal mit. Musst du ein bisschen aufpassen wegen Klapperslangen. Ne? Wenn es klappert. Sollen sie mal kommen? Schnell laufen, wenn es klappert. Oh, Madiba kommt. Dann bin ich hier drüber gegangen und zu dieser Zeit ist gerade die Sonne untergegangen. Und hier ist eine goldene List, wenn die Sonne untergeht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist so wunderschön. Glaube, du wirst demnächst öfters Besuch haben. Meinst du? Kannst du gerne kommen. Keine Frage. Howdy die Herren, howdy die Damen. Hallo Tega. Grüße. Ich müsste nach Strawberry. Du müsstest nach Strawberry? Mhm. Also ich bin nur ganz kurz in Strawberry und dann nach... ich fahre nach Strawberry und anschließend nach Rick Station und wieder zurück nach Strawberry. Dann kannst du wieder mitfahren. Das ist auch gar kein Problem. Mhm. Na, alles gut? Ja, natürlich, Otego. Immer alles fit. Weißt du doch. Das freut mich. Ah, wenn nicht, dann bleib ich liegen. So ist einfach... Aber Ortega, du kriegst zum ersten Mal Fahrgäste von Westen. Nein, das ist nicht das erste Mal. Ja. Aber für mich das erste Mal. Ja, für dich ist das eine Premiere, für mich nicht. Eine Premiere. Ach, das könnte ich jetzt noch ein bisschen öfters häufen. Ich muss jetzt öfters mal nach Saint Denis. Ja, ist eine gute Sache, glaub mir's. Mhm. Also besser wie mit dem Pferd geritten. Wir mögen dein Geld. Muss ich gerade überlegen, wenn ich das Wochenticket habe, kann ich doch Zug und Kutsche fahren, ne? Natürlich. Sag ich es einfach mal so, ich glaube schon. Nein, das haben wir schon so gemacht, glaube ich. Ja. Oder Madiba, war doch so. Was? Dass die Wochenticket für beides gilt. Ja. Natürlich, muss ja doch. Wollte ich gerade sagen. War ziemlich doof. Deswegen haben wir Salomon der Wochenticket auch empfohlen, weil da musste ich ihn auf den Münzen blechen. Wollte ich gerade sagen, weil sonst bist du ja bei 1,50 € pro Fahrt. Dann hast du das Wochenticket schnell wieder drin. Ja, das ist richtig. Finde ich sowieso gut. Was? Was haben deine Druckerfreunde denn gemacht? Wir können die Flyerplan nicht mal aufmachen. Ja, ich weiß. Ich war gestern da. So. Kannst du mir mal sagen, sag mir mal bitte, wo die Druckerei ist? Weißt du es nicht? Bis Saint-Denis und dann... Ja, genau. Sag mir das bitte. Wo ist die? Das Saint-Denis und dann... Warte, jetzt muss ich das kurz nachdenken. Genau. Guckst du mal. Hm. So, ja, aber... Warte mal, was? Ja, genau. Warte mal was. Ja, warte okay, mal was. Das ist mir neu. Merkst du was? Es gibt nämlich keine Druckerei mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Dinge herkriegen soll. Die sind schon längst eingereicht. Und dann hast du mal mit Westkurier geredet? Vielleicht drucken die ab jetzt. Nein, die machen das nicht. Das ist genau das Problem. Ach, da komme ich doch her. Ich war doch gestern Abend da. Ach Gott. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Dinge herkriege. Wie, das Gewerbe hat aufgehört, oder was? Ja, guck doch mal, such auf die Karte. Ich wusste noch nie, wo die Druckerei ist. Tut mir leid. Unterhalb von die Doktor, oberhalb von die Young & Guns. Ja, genau. Und da war das. Aber da ist nichts mehr. Das ist irgendwie so. Speziell. Oder hast du gesagt, wieso? Ich weiß es nicht. Haben die vielleicht die Druckerei verlegt? Gibt es die vielleicht jetzt woanders? Ist die jetzt in Valentine oder was? Ich habe keine Ahnung. Valentine, du bist lustig. Ich frage mich schon immer, was die Buchhandlung ist. Ach Gott, so bin ich eigentlich langsam. Wir müssen los. Ha? Ich kann sagen. Ja, okay. Madiba, mach's gut. Madiba, mach's besser. Viel Erfolg. Ich bitte Sie, in die Kutsche zu steigen. Wenn du einen grau-schwarzen Jäger siehst, dann gehört er zu uns. Dann hol ihn mal hoch und packen ihn in den Zug rein. Was? Einen grau-schwarzen Jäger? Weiß ich nicht. Ah, wir vermissen einen Jäger. Oh, wir haben wieder keine Leben? Pferde. Oh, wieder schon wieder. Ist mir egal, entscheid du. Warte, ich hole dir die Kutsche. Ah, nein. Steigt erstmal. Jetzt sind die Pferde wieder da. Ah, schön. Steigt ein. Wir haben wieder den Weg zurückgefunden. Ja, das ist sowieso ein Problem. Hier kann ich nirgendwo. Die Kutsche, die hat hier überhaupt keine Probleme. Das geht überhaupt nicht, die zu holen. Jetzt kann ich das. Auf der Hauptstraße, richtig? Ja. Deswegen wäre ein bisschen blöd, dann hätten wir erstmal eine Fußmaske. Verdammt. Muss nicht sein.
Da brauche ich auch keine Kutsche, wenn ich mir die Füße platt laufe. Ja, das schon. Ist richtig. Das ist richtig. Erzähl. Eine Sonderfahrt eines Storytrain. Freunde. Oh, eine Storytrain. Oh, es wird ein Geschichtszug werden. Ja, weil kannst du jetzt einmal raten, von wem die Idee zuerst war. Von Madi bei mir. Was, eine Geschichtszug? Ja, die Idee kam von Madi bei mir, weil wir erst haben gedacht, zu Halloween, dass wir denn da so einen kleinen Gruselzug mit so einem, weißt du, dass einer verschwindet ist auch schön. Und so, ne? Dass denn die Fahrgäste herausfinden müssen, wer jetzt verschwunden ist und wer es war. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, wir können eigentlich auch nur Geschichten erzählen. Ja, also gut. Die Idee, ja, die gibt's stark. Ah, das ist gut. Aber es hat sich keiner umgesetzt. Jetzt setze ich sie um. Aber ich bin gar nicht so drauf gekommen, ich bin Eddie. Eddie World, okay. Eddie. Mit ihm habe ich gesprochen. Ich habe bei Sophie gesessen. In Rhodes an die Feuer bei die. Bei die Doktor. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Und wir haben geredet und Eddie kam dazu und dann noch so ein wirrer Mann, der hat gesagt, er hat eine Frau im Keller hängen. Warte, was? Ja, er wollte Opium haben. War er alles ein bisschen wirr. Ich muss sagen, es war wirr. Aber dann sind wir irgendwie darauf gekommen, dass Eddie ja diese Märchenstunde macht, diese Erzählstunde. Und dann habe ich gesagt, das ist doch eine super Idee, wenn man das mit dem Zug verknüpft. Der hängt, wir sind schon immer eng, ist mein hängt, also mit dem bin ich zusammen seit dem ersten Tag. Naja, vielleicht meint er aber anders eng. Ja? Nein. Ja, wir so ein tolles Gedicht. Nein, vergiss es. Also ich habe gesagt, hängt eigentlich, aber er hat nicht nur von mir eine Gedicht gemacht, er hat von ganz vielen Leuten eine Gedicht gemacht. Und ja, ich habe überlegt, vielleicht kann man das auch noch mit verknüpfen. Ich nehme dann noch hängt mit. Ich meine, Projekten ist immer gut. Ja, natürlich, der schreibt ja auch wie eine Wilde. Der schreibt über alle Leute, schreibt er irgendwas. Über die Theater. Wenn man das auch kann. Ja, gut. Es ist schon lustig. Kann ist immer so eine Sache. Es hört sich. Es, okay. Es ist lustig. Ich musste selbst über Mainz ein wenig schmunzeln. Aber nur ein wenig. Nur ein wenig und den Rest hat er gehasst. Den Schluss hat er gehasst. Na, am Anfang war es schön, sehr schmeißelhaft, aber zum Schluss hat er mir einen Dämpfer verpasst. Was ist mit dir? Willst du mir vor die Kuss gelaufen? Nein. Ja, zieh ihn raus. Ja. Ortega, bitte nein. Was denn? Alles gut. Alles gut? Ja. Hast du doch gesehen, er wollte ihn doch rausziehen. Aber mein Fohlen. Ja, ach Gott. Okay, jetzt bin ich runtergerutscht. Vom Sitz. Hey. Was macht ihr da drin? Ortega. Das, denn deine Kutsche hat mich Ja, immer die Kutsche. Ja, der hieß. Nein. Meine Kutsche schmeißt niemanden vom Sitz. Macht sie nicht. Tickers Kutsche sorgt für meinen Mitfahrer. Kannst du nicht warten? Was? Hä? Was denn? Was denn? Du sollst warten, bevor du sie vom Sitz stoßt. Verstehst du? Bis jetzt haben wir ja noch nicht geheiratet. Bis jetzt darfst du das ja noch nicht, ne? Nein. Ja, darf ich noch nicht, richtig. Aber wenn ich den 8 Leuten im Glauben schenke, dann muss ich das bald tun. Dann muss ich bald das Geld in den Leuten? Ja, 8 Leute nerven mich seit Tagen, dass ich sie doch endlich heiraten soll. Obwohl Mary X sagt, sie möchte lang verlobt sein. Das ist doch auch gut. Ja, es ist schon, aber ich meine, Mary meinte, sie würde lang verlobt sein. Und außerdem, das Geld ist einfach nicht da, weißt du? Ja, den Druck, sich zu machen, das ist schwierig. Wenn die Leute, die die ganze Zeit fragen, das bezahlen, dann machen wir das natürlich. Wollte ich gerade sagen, also... Das und sollen sie dafür bezahlen, dass wir heiraten, dann machen wir das. Oh. Moment, so, okay, seid ihr jetzt weg? Nein, alles gut. Mach doch langsam. Keine Stress, Mensch. Stress macht nur alt. Richtig. Audi. Deswegen sieht ja auch Ottilie aus wie 20. Ach, guck mal. Billy, gehst du mal von die Straße jetzt vielleicht? Ich hoffe, Mr. Pennyverse ist hier irgendwo. Ach du heilige Güte, was ist denn hier los? Er steht doch bestimmt in seine Keller unten. Schöne Rundumfahrer, Arme und... Ah, passt. Dem Hund geht's gut. Was für ein Hund? War da ein Hund? Ja, du hast gerade einen Hund umgekachelt. Mach keinen Mist. Doch. Ich bin doch wirklich langsam, der kann doch weglaufen.
Der Hund hat sich runtergeduckt. Verdammt. Ja, was ist denn los? Audi. Ja, hier, was ist los? Was ist denn los, Billy? Nein, hallo. Ich will immer noch nicht Kutsche fahren. Warte, ich melde mich hier zum Dienst. Oh, nein. Entschuldigung. Bleib, steh auf, bitte. Komm hierher, Kick. Du musst ich will nicht die Kutsche wegfahren. Warte. Hallo, ich kann. Hallo? Warte eine Sekunde. So, ich glaube, jetzt geht. Oh, jetzt ist es schon weg. Ich bin eine Kamel. Ja? Hallo. Hallo. Darf ich? Ja. Was darfst du? Arbeiten? Aber wenn ich drin sein wollen würde, würde ich nach Valentine gehen. Ich wollte okay. Dich. So, ich bin fertig. Ich habe meine Erledigung. Ich bin überfordert. Du bist schon fertig? Ja. Ach so. Gut, dann kannst du auch gerade wieder mitfahren. Das ist gar nicht Liam. Huch. Nein, das ist nicht Liam. Ja, verdammt ich doch, Mensch, ich hab ganz Liam. Nee, aber ich kenne den Kleinen auch. Das ist Billy. Das ist doch der kleine Junge, genau, der bei uns mit der Bahn. Ich habe aber schon eine Gehilfe dabei, Billy. Dann musst du mitfahren bis Rick Station und dann mit auf die Zug. Kannst du bei mir mitfahren? Hallo. Sie da. Hallo. Halt mich. Folge sie einfach. Dann musst du mit bei die Zug. Dann fährst du mit nach Rick Station und gehst dann mit auf die Zug. Okay. Alles klar, dann möchte ich bitte einsteigen alle. Ups. Jawohl. Könnt ihr euch bitte die Füße vorher abklopfen ein bisschen? Hab ich schon. Danke. Hä? Was ist war denn da musst du jetzt nochmal mit einspringen in den Mann. Mensch, das hast du doch extra gemacht. Gar nicht. Muss ich ja auch wohnen. Ich brauche es nicht mehr. Die schöne Kutsche. Das kann ja den Mexikaner nicht später sauber machen. Ist ja kein Problem. Oh Gott. Der Alte. Bitte? Warum immer die armen Mexikaner? Ja, immer auf die Mexikaner. Warte. Ja, was denn? Ich war bei den Indianern. Ui. Super, was und was sagen Sie? Au. Ja. Ich spreche bald mit dem Häuptling. Ui. Und dann? Frage ich den was. Was mit denn? Mit welchem Häuptling? Nein, warum? Was haben die denn für Masken auf? Gar keine oder Hüte oder irgendwie sowas? Was ist das für ein Stamm? Man kann den am besten am Bogen erkennen, habe ich gelernt. Die Lakota haben einen bunten Bogen. Es gibt viele. Ja, Stämme. Zwei unterschiedliche. Am besten erkennst du sie immer an den Mützen, die tragen. Es gibt die Bären, Grauer Wolf. Ja, dann passt das alles gut. Solange ich unter den schwarzen Widder gerätst, ist das egal. Ja, gut. Die was machen, von denen sollte man sich auch fernhalten. Aber sonst geht das doch eigentlich. Ja gut, wenn du das frühzeitig rauskriegst, dann ist das gut. Kannst du ja nicht erstmal fragen, ne? Wie sieht's aus? Machst du was? Ja, meistens erkennst du das. Können wir reden oder machst du was? Wenn dir Schwarzwälderköpfe entgegenreiten, solltest du wegreiten. Schwarzwälderköpfe? Was sind das denn? Nein, Schwarzwälderköpfe. Ach so, ich habe mich gerade gefragt, was ist denn eine Schwarzwald? Eine Maske tragen. Eine Blackwood. Ich kann dir sagen, wer eine Blackwood ist. Ups. Eine Maske tragen oder so wäre blöd. Opa. Ja. Wo ist die eigentlich? Frage ich mich. Sally die war gestern noch da. Wie, der war gestern noch da? Die soll mir mal eine Brief schreiben. Hast du die gesehen oder was? Ja, ich hab sie gesehen gestern. Wenn du sie nochmal siehst, dann soll sie mal Telegramme lesen. Die soll mir mal einen Termin geben oder wir müssen uns mal sprechen. Die hat mir geschrieben, sie will die Zug mieten. Dann schreibe ich bitte, sagen Sie mir einen Termin, dann können wir uns treffen. Dann kommt nichts mehr. Aber ich habe mir so überlegt, weißt du, dass du manchmal auch anhältst, dass du vielleicht mal wo irgendwo eine schöne Platz ist, alle Mann raus, jemand hinsetzen. Genau, wie beim Ladies Train. Genau, so ähnlich. Steig auf, sonst bist du gleich überfahren worden. Ja, ist gut. Ja. Train wurde auch wieder neu angefragt, ne, von gut vielen Leuten. Ja, das weiß ich. Unter anderem von diesem Mrs. Blackwood, ne? Blackwood, genau, ja. Ja, genau, aber die kriegt einen Zug gemietet. Das ist schon was anderes, weil die will eigentlich ja nur ihre Kollektion vorstellen. Mehr hat die nicht im Kopf. Genau. Von daher, das kriegen wir schon. Wir machen erstmal eine Storytelling. Ortegar, wir müssen los. Ja, tschüss. Ortegar, ja, fahr doch einfach. Der hat doch schon zweimal gehupt. Wieso fährt er nicht einfach? Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Fahr doch einfach los. Wann ist denn deine Abfahrt, Mensch?
Du sollst nicht warten, bis ich fertig bin. Du sollst einfach fahren. Mensch, fahr! Halt drauf. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Nein, der will. Nein, war ins Erd. Der hat sein Pferd vergessen. Ist selber schuld. Der ist ein Kamel. Diese Dr. Fernando. Der wollte mir die Trauma aus die Ohren ziehen. Aber ein gut aussehendes. Ein gut aussehendes? Ein gut aussehendes Kamel. Mhm. Dr. Fernando, oder was? Mhm. Der gefällt dir? Ja. Ja. Aber sag das bloß nicht Connor. Appetit holen darf man sich, gegessen wird zu Hause. Ich habe diesen Mann, diesen Dr. Fernando, zum Teufel gewünscht. Ich schwöre dir. Ich habe gesagt, überlenk doch, bringst du mir noch einen Mann oder eine Frau, ist mir vollkommen egal. Sowas wie den. Ich kündige auf die Stelle. Auf die Stelle. Ich bin sofort weg. Seitdem muss ich keine Zug mehr fahren. Dieser Mann hat mich verrückt gemacht. Oh, welcher Mann? Dr. Fernando. Warum? Weil er mir erzählen wollte, wie ich wieder Zug fahren kann, weil ich doch nicht Zug gefahren bin, weil doch diese Sache passiert ist. Ich weiß es doch nicht, ich bin doch erst seit 2 Tagen. Ach so, du weißt es ja gar nicht. Ach, du kennst es ja nicht. Also diese Sache steht in die Zeitung. Kannst du in die Zeitung lesen? Soll ich es erzählen? Ja, vielleicht in eine kurze Fassung, weil ich habe es schon mindestens 100 Mal erzählt. Kurzfassung reicht. Und zwar? Ich habe die Knopf gefunden für die Tempomat. Aber keiner Mensch, auch heute noch nicht, weiß, wie dieser Knopf angeht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Aber welcher Knopf oder Hebel ich gezogen habe, weiß ich nicht. Aber ich weiß, heute hat mir einer erzählt, das muss ein Tempomat gewesen sein, weil ich habe Bremse gezogen, aber es hat nicht gebremst. Oh oh. Und zwischen Rhodes und Saint-Denis, da bin ich dann stehen geblieben und dann bin ich von dieser Höllenmaschine runter. Und das wollte mir Dr. Fernando, ich habe eine Trauma gehabt, ne? Ich muss ja, mal kurz was essen, Sekunde. Dieser Dr. Fernando wollte mir diese Trauma aus den Ohren ziehen. Hm? Aus den Ohren ziehen? Ja, oder irgendwie, was weiß ich, wie er das machen wollte, aber ich setze mal. Ich habe gesagt, wenn er mir mit einer Zange kommt an die Ohren, haue ich ihm auf die Nase. Nase. Mhm. Ist so. Auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, ich bleibe definitiv bei der Kutsche. Nein, 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 nein. Und irgendwann haben sie dann jemand gesucht für die Kutscheverbindung. Und dann habe ich gesagt, hey, das mache ich. Bin ich schön raus aus die Tour. Kann nicht schaden, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn das doch etwas ist, was sie glücklich macht, ist doch alles gut. Ja, ich meine, es gibt auch Schöneres manchmal, wenn es regnet. Ich habe auch schon hier gesessen, wo es regnet. Dann ist das nicht so prickelnd. Was ein Glück, konnte ich mir die Klamotten aussuchen und habe mir dann eine Ledermantel geholt. Ja. Ja. Ach genau, gut. Das habe ich gestern noch gefragt, weil mir ist aufgefallen, dass es für jede Abteilung, also Schaffner, Zugführer und so weiter und so fort, gibt es ja eine Kleiderordnung. Ja, ist richtig. Und ich habe schon gestern angemerkt, dass ich mich für die Kutschfahrt tatsächlich sehr interessieren würde, weil ich glaube, das liegt mir mehr als irgendwann, wie Sie schon sagen, eine Höllenmaschine zu steuern. Ich brauche jemanden, der neben mir auf der Kutschbox sitzt. Ich sage, wie ist. Ich hätte ja jemand gehabt, aber den musst du unbedingt nach Amadillo reisen und muss Doktor werden, ne? Was soll ich sagen? Naja, ich interessiere mich für diese Position auf jeden Fall. Und ja, das ist doch schon mal schön. Siehst du? Deswegen habe ich gefragt gestern, ob es wohl auch da eine Kleiderordnung gibt, dass man mich sofort als Kutscher der Bahn erkennt. Ja, siehst du mich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für Damen noch nichts rausgesucht. Da müsste ich sowieso mal machen. Ernsthaft, das müssten wir, wenn du das wirklich gerne machen würdest, ja, dann müssen wir das mal machen. Also wir müssen uns dann mal, du musst dann rauskommen, musst dann gucken, ich muss mich hinstellen und du musst ungefähr versuchen, das gleiche hinzukriegen. Mhm. So. Wie mal Daumen, wie man das eben sagt. Aber es hat schon was, gell? Wenn man so aus die Zelt rausguckt und
es stürmt und es regnet wie verrückt. Das hat schon was. Vor allen Dingen, man ist hier trotzdem irgendwie sicher. Ja, man hat zumindest das Gefühl, man ist sicher. Wenn die Blitz einschlägt, glaube ich, haben wir ein Problem. Weißt du, was ich meine? Hoffen wir einfach mal, dass das nichts wird. Aber es ist schon beeindruckend. Du hast dir hier einen wirklich schönen Platz ausgesucht. Im Moment ist er gar nicht so schön. Also, man sieht es nicht. Er ist wunderschön. Ich glaub mir das. Das ist das, das Schöne hast du noch nicht gesehen. Wenn die Sonne untergeht. Meinst du diesen Sonnenuntergang? Wenn die Sonne untergeht, ist das alles Gold. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe das vorher so noch nicht gesehen. Ehrlich, diese von dieser Bahn. Und dann sagt er von heute auf, nö, also ich bin jetzt mal weg. Oh. Boah, das war krass. Also das fand ich schon heftig. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr traurig, so von einem Tag zum nächsten. Das war auch traurig, muss man wirklich sagen. Warte, jetzt mach mal kurz ein bisschen Feuer an, ne? Ja. Offensichtlich kriege ich das überhaupt an bei dieser Nasse. Aber ich habe einen Trick. Pass auf, ich habe einen Trick. Da muss ich husten. Ha! Wenn ich nichts mehr höre. Aber ganz ehrlich, also, ich habe ja gesagt, ich komme aus recht gut betuchtem Hause. Das ist für mich die perfekte Arbeit. Ich reite ein bisschen durch die Gegend oder fahre ein bisschen mit der Kutsche durch die Gegend und verdiene dabei ein bisschen Geld. Das ist doch leicht verdientes Geld. Wenn auch nicht viel, aber naja. Na ja gut, wenn du Kurzfahrer bist, kriegst du ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie dieser Lohn ist. Ich glaube, der ist ungefähr so wie Lokführer. Aha. Also nicht viel weniger, wenn nicht sogar so, sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die das damals festgelegt hatten, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mal genau, was ich verdiene in die Stunde. Naja, das kannst du doch auseinanderrechnen, wenn du guckst, wie viele Stunden du hast und wie viel Geld du bekommst montags. Das stimmt, das könnte ich mal machen. Ich bin ehrlich, die meiste Zeit vergesse ich, diese Stunden überhaupt einzutragen. Das ist oft passiert. Oh, doch. Hast du die Stunden für heute denn schon eingetragen? Nein, natürlich nicht. Ich habe ein Problem. Ich kann nicht einfach, ich kann das hier jetzt nicht machen, da kleines Lift, dann falle ich in Ohnmacht hier, halt kriege ich Kopfschmerzen. Geht nicht. Muss ich nachher machen. Ist aber auch kein Problem, mache ich es ja. Muss auch noch die Fahrten, die Kurzfahrten muss ich auch noch eintragen, später. Aber meistens ist es so, dass ich dann abends irgendwann müde in die Tipi falle, in meine Zelt, nicht in Tipi, ich sage immer Tipi. Aber dann falle ich müde in die Zelt und dann, habe ich am nächsten Tag, denke ich, oh Scheiße, hast du vergessen. Wenn ich Glück habe, trage ich es nächsten Tag noch ein oder ich vergesse das dann auch wieder und nächsten Tag denke ich dann, oh, gestern hast du nichts eingetragen, versuchst du wenigstens heute einzutragen. Also ist aber auch egal, ist ja mein Problem. Ist auch diese Problem grundsätzlich mit den Kurzfahrten, ganz ehrlich, die meisten Leute, die mit mir fahren, fahren umsonst. Das bezahle ich aus meiner Tasse. Machst du denn sowas? Weil ich das schon immer mache. Diese Lady Train. Alle Leute, die auf diese Lady Train was getrunken haben, haben das alles umsonst gemacht. Einer hat einfach nur einen Cent bezahlt. Hat aber keiner gemerkt, irgendwie. Hey? Hab ich alles ich bezahlt. Hab ich es aber auch erst später, so eine Stunde später, hab ich so gemerkt, du Idiot, hast noch gar nichts abgezogen, ne? Ja, kannst du nicht eine Stunde später, sie hatten ein Bier vor 45 Minuten. Könnte ich das noch, das kannst du nicht mehr machen, ne? Das ist mir dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Geht heute auf mies. Für mich sind leider die Segel noch nicht gebrochen, sonst würde ich die Kutschfahrt schon eintragen. Ja, das wäre schön. Wenn es jemand hätte, der die Kurzfahrten einträgt, das wäre toll. Da bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn du mal ein paar Wochen hier bist. Geh jetzt mal davon aus, Minimum Bürgermeister von Saint-Denis. Minimum. Quatsch. Minimum. Und das hast du geschenkt gekriegt. 100%. Da kam einer vorbei und hat gesagt, ey, Bürgermeister, willst du machen? Wir brauchen jemanden. Und dann würde ich sagen, nein, tut mir leid, ich bin Kutschfahrerin bei der Bahn. Glaubst du? Ja, klar. Weißt du, wer das hier letztens auch gesagt hat? Wer denn? Eine Miss Mary Allison.
Und am nächsten Tag, ich schwöre dir, am nächsten Tag kommt sie nicht zur Arbeit und ist Arzt in Amarillo. Das habe ich eben gemeint, das habe ich eben damit gemeint, dass sich deine Welt ab und zu mal im Kreis dreht. Verstehst du? Das habe ich genau damit gemeint. Das ist so dieses, erst sagt man was zu und dann kommt man doch nicht. Nein, darum geht es gar nicht. Darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass die Leute ihre Ziele viel zu kurz stecken oder halt gar nicht zielstrebig sind. Weißt du? Da kommt irgendwas dazwischen und dann hört sich das vielleicht ganz gut an. Vielleicht hat sie auch, ich glaube, sie hat mit Sicherheit unglaublich Spaß daran, da bin ich sicher. Mm-mm. Nein? Ich wollte gerade sagen, nicht, dass noch jemand denkt, ich möchte Lehrerin werden. Und in dem Moment sagst du das, oder was? Ja. Verdammt! Nein, auf gar keinen Fall. Ich und Lehrerin. Oh je, das wäre auch die absolute Horror für Josie. Wieso? Ach, die hat da mit diese Even. Aus Rhodes hat die eine, wie soll ich, naja, ich würde nicht sagen, dass sie mit ihm eine Feder hat, aber ja, das ist auch ein kleiner Drecksack. Okay. Naja, lass es dir am besten von Josie erzählen. Er wollte irgendwie im Theater auftreten und das hat sie gesagt, okay, ich melde mich bei dir, wenn ich natürlich eine dementsprechende Rolle habe. Aber nicht jetzt kommt Even und dann darf er ein bisschen auf der Bühne rumspringen und die Leute sollen sich das angucken. Nein, das geht nicht. Nein, man braucht schon eine Rolle für sowas. Ja, genau. Und er hat aber nicht locker gelassen. Und das ging dann wohl so weit, dass ich irgendwann in Rhodes war, bei der Bank, und er war auch in der Bank. Und ich habe gesagt, na, kleiner Mann, alles gut. Was geht? Ich muss jetzt gleich noch nach Santini. Ja, da müsste er auch noch hin. Dann sage ich, wieso musst du nach Santini? Und dann sagt er, da ist Bürgerversammlung, da kann man sein Leid klagen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was willst du denn für Leid klagen? Ja? Du kleine Sonnenschein, dir geht's doch gut. Und dann sagt er, ja, wegen dieser Frau von Theater, ich darf nicht auftreten. Und er hätte sie mehrfach angeschrieben und sie hätte nicht geantwortet. Und das stimmt halt nicht. Ich weiß das, weil sie das gesagt hat, hier ist aber das geschrieben, bla 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 bla. Oh Mann. Ich wusste das also, wie gesagt, aber das wusste er ja nicht. Und er würde jetzt da hingehen, dann würde sich beschweren und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, Kollege, wegen sowas würde ich doch nicht nach Santini fahren. Ne? Erstens mal macht man sowas nicht über andere Leute, das macht man direkt. Dann gehst du hin, redest mit ihr, vielleicht kannst du sie überzeugen, das ist in Ordnung, wenn nicht, hast du gelitten. Fertig. Aber das ging dann nachher auch noch weiter und Josie hat dann irgendwann gesagt, also egal, der kann machen, was er will, der kommt hier nicht mehr rein. Also, die habe ich, glaube ich, gestern getroffen. Ja, genau. Anna, die hat so kurze immer. Haare. Ja, genau. Anna ist auch so eine Fall. Irgendwann läuft sie dir über den Weg. Kannst du machen, was du willst. Ist so. Ja, also wie gesagt, sie ist mir gestern, ich glaube, in Valentine haben wir uns kurz unterhalten. Hatte sie Bodyguards dabei? Nein. Okay. Glaube ich nicht, aber warum braucht sie denn Bodyguards? Weil sie doch irgendwie mit dem Bürgermeister von Rhodes liiert ist. Ich meine schon, Burns, doch, genau. Ist heute wiedergekommen, genau. Doch. Mit ihm ist sie wohl zusammen und er hat wohl irgendwie ein Problem mit diesem Italiener. Also nicht... Mit diesem Alfonso Gotti? Ja, aber nicht mehr Gotti-Clan, das ist irgendwie was anderes jetzt. Also früher war das ja eine Gotti-Clan, so hat man das genannt. Die waren in Santini unterwegs und waren immer weiß angezogen. Und das ist aber heute nicht mehr so. Dieser Gotti-Clan hat sich wohl aufgelöst, was aber der Fall ist, was ich gehört habe. Wie gesagt, alles Halbwissen, Ortegas Halbwissen. Was ich gehört habe, ist, dass das jetzt zwar keine Gotti-Clan mehr ist, aber dass sich alle Italiener zusammengetan hätten. Irgendwie. Und das ist wohl auch viel mit Maranzano. Mining Corporation hängt das zusammen mit
ja, mit dem Ort da oben, wie heißt denn nicht Armadillo, sondern Annisburg, Annisburg, ne? Ja, ja, ja. Da sind die wohl irgendwie alle. Naja. Ja, ich werde jetzt mich auch gleich hinlegen, ne? Ich glaube, das wolltest du schon vor einer Stunde? Ja, aber es ist ja gerade schön. Das passiert öfter mal. Wenn ich dann sage, ja, wir gehen gleich und dann bin ich noch am Erzählen oder ich höre zu irgendwo. Das ist auch schön. Ja, deswegen lebt man ja, weißt du? Das ist ja eigentlich die Essenz. Verstehst du? Wenn du das nicht hättest, also jetzt nicht unbedingt nur die Rederei, sondern auch das Zusammensitzen, das... Einfach die Gesellschaft. Die Gesellschaft, das gesellige Beisammensitzen. Ja? Und ich muss ehrlich gestehen, bis auf den Mann, den ich heute getroffen habe, der so großzügig zu mir war, und das Gespräch mit Moe, habe ich auch noch nicht sehr viele Leute getroffen, die großartig gesprächig sind. Oh doch, Mr. Later, der Bäcker aus Rhodes, der war auch gesprächig. Und Eddie White, mit dem habe ich mich auch ein bisschen unterhalten. Aber ansonsten sind alle sehr verhalten und stets beschäftigt, habe ich das Gefühl. Jeder geht zu seinen eigenen Trott und seinen eigenen Dingen nach. Ja, das stimmt schon. Stück weit auf der anderen Seite, bin ich auch erst den zweiten Tag da. Ja, dafür haben wir schon ganz viel geredet heute, hä? Ja, das stimmt. Da kann man nichts sagen. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Ja, ich finde das schön. Um Gottes Willen, war's schön. War eine wunderschöne Abend. Mhm. Anfangs ein wenig nass, aber sonst wunderbar. Also ich rede jetzt nicht von der Kutschefahrt. Ja? Ich rede nach der Kutschefahrt. Kutschefahrt war auch schön, keine Frage. Ja. Also was ich jetzt daran so gut finde, ist, dass man einfach nochmal... Also man weiß so ein kleines bisschen, mit was für einem Menschen man jetzt vielleicht zusammenarbeitet. Das trifft ja für uns beide, also auf uns beide zu. Genau. Ja, das ist auch wichtig. Man merkt, wenn man sich gut versteht, dann kann man auch weiter gut zusammenarbeiten. Richtig, richtig, richtig. Asi hat das, was Annie geschrieben hat, total falsch aufgefasst und hat gesagt, ja, sie hat gesagt, ich hätte das unterschlagen oder wie auch immer. Ja. Was Annie aber nie gesagt hat, mit Sicherheit nicht. Bin ich sicher. Also dafür kenne ich sie gut genug. Klingt auf jeden Fall nach einer Menge Drama. Ja, das war viel Drama. Dann hat er sich mit dieser Halbindianerin eingelassen. Fakt war, dass, dass Hasi dann auch nicht mehr oft da war, dass er dann plötzlich sehr viel auf Distanz war. Naja gut, ich habe schon öfters gehört, dass wenn man sich verliebt, man seine Freunde vergisst. Ja, das ist richtig, genau. Und das war auch das, was ich die ganze Zeit nicht wirklich so kapiert habe. Weil dieser Mann sich plötzlich so um 180 Grad gedreht hatte. Ich habe das nicht mehr verstanden, ich habe diesen Mann nicht mehr kapiert. Habe ich es aber vorher, war okay. Aber hinterher nicht mehr. Ich habe... irgendwie war das ganz komisch. Es war eine ganz komische Situation. Naja, gut, aber... Und irgendwann ist die, glaube ich, auch noch ausgereist und dann war ganz aus. Mit Hasi. Und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass er dann gesagt hat, ich mache mich auch ab. Also ich reise auch aus oder ich mache einen Urlaub oder wie hat er gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. In die Karibik. Weiß ich nicht wohin. Vielleicht wollte er in die Karibik, vielleicht auf Bade Badeiros, wo du da bist, weißt du? Wäre ja was, wenn er jetzt auf Barbados ist. Later, wenn du ihn noch nicht gesehen hättest, hättest du ihn jetzt spätestens morgen gesehen. Verstehst du? Solche Leute... Die sind präsent. Das ist einfach so. Later, der ist schon... Seit ich da bin, ist Later immer vor der Tür. Ich bin einmal morgens mit Annie frühstücken gegangen bei Later. Das Spiegelei mit Speck und einem Kaffee. Mhm. Und nachts ich glaube, es war 3 oder war es nach 3, ich weiß es nicht mehr. Also es war ein heißes Bett. Steht er immer noch. Er steht immer noch auf seiner Terrasse. Auf der gleichen Punkt. Da, wo die Kreuz ist. Da muss eine Kreuz sein, weil der steht immer an die gleiche Stelle. Und er ruft immer so toll, Howdy. Howdy. Hör über die Straße. Genau. Auch wenn ich mir das Howdy definitiv nicht antrainieren werde. Ich bleib bei meinem Hallo oder ein Hallöchen. Ich mach so ein Howdy. Meine Howdy ist auch... früher habe ich es nie gemacht. Ne?
Logisch. In Mexiko sagst du nicht Howdy. Da hau die direkt zu. Nein, das ist nicht. Stell dir vor, du findest jetzt ein schönes Zimmer in Strawberry. Gibt es zum Beispiel im Welcome Center eine sehr schöne Etablissement, da habe ich mich schon mal auf die Couch gelegt. Ist noch gar nicht so lange her. Und dann willst du ja auch irgendwie in diese Gemeinschaft ein bisschen aufgenommen werden, ne? Was passieren kann oder was letzten Endes passiert, in der zwei verschiedenen Schuhe, muss man mal gucken, ne? Weiß man ja nicht. Also für den einen kann das so sein, für den anderen so. Ah, sie war zum Beispiel in diese Strawberry festgehalten worden. Festgehalten? Mhm. Er hat für die Zeitung erste Artikel gemacht. Strawberry. Da ist er hingefahren. Und dann haben die den dann nicht mehr weggelassen. Weil sie gesagt haben, es wäre ein Scharlatan. Oh nein. Doch, doch. Wenn ich dir sage. Also ist Strawberry schon ein Örtchen für sich? Ja. Das ist eigentlich gut umschrieben. Na gut. Dann sehen wir uns. Auf jeden Fall. Bleibst du gesund? Ja, und du schlaf schön. Ja, mach ich. Wir sehen uns. Auf jeden Fall. Gute Nacht. Gute Nacht. Langsam nun. Nicht, dass du irgendwann umläufst. Also ich löse auf. Ja. Die teuerste Spange hat 750 Dollar gebracht. Wie bitte? 700? 750 Dollar. Und diese Frau hat dann danach, als ich gesagt habe, ja, Zug mieten, gesagt, man könnte das ja so machen, dass quasi wir Eintritt nehmen, also quasi wir einen Zugpreis austreiben und sie dann quasi nur die Differenz bezahlt. Aha. Weil es dann nicht so viel reinkommt. Ja, aber sie will doch etwas von uns. Also soll richtig, sie auch nein, alles bezahlen? Mittlerweile hat sie das eingesehen, scheinbar. Sie hat mir geschrieben, sie will also die Zug mieten. Nur, ich habe ihr zurückgeschrieben, bitte melden Sie sich, aber sie meldet sich nicht mehr. Das sollte sie natürlich schon tun. Wenn ja, sie ich würde gerne einen Termin mit dieser Frau ausmachen, aber... Was soll ich sagen? Beschäftigt, ja. Scheinbar, ich weiß nicht. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich noch eine... wie soll ich sagen? Eine Freundin zu Balu in den Stall stellen soll. Ob ich mir noch eine Pferd kaufen soll, aber ich weiß nicht, was. Oh. Ich bin also am Hin und Her überlegen und eigentlich habe ich ja auch gar keine Ahnung. Ich müsste mir mal ein paar angucken. Also ich muss mal ein bisschen die Augen offen halten. Es reiten ja genug rum. Ist ja nicht so, dass zu wenig Pferde da wären. Ne? Das aber stimmt. Irgendwie sind alle schön. Ist, das ist ja das, ja. Kann mich nicht entscheiden. Was gefällt mir denn am besten? Also eher was Stämmigeres oder eher was Zartes? Also mein Balu gefällt mir schon sehr gut. Also das ist schon Glattrube halt. Aber... Ich habe überlegt, mir eine Shire zu kaufen, aber ich weiß nicht. Hm. Ja, Shire, ja. Gibt es eigentlich schwarze Mustangs? Schwarze Mustangs? Ich hätte gerne einen schwarzen Mustang. Ich weiß aber nicht, gibt es das? Rein schwarz oder nicht? Also, geht das ja auch schön, guck mal. Bin ich fertig. Es gibt auf jeden Fall einen schwarzen, weißen Schicken, soweit ich weiß. Schwarz-weiß? Mhm. Ja, das weiß ich. Das habe ich schon mal gesehen. Ich glaube,
Ich glaube, Zoe hatte damals eine, ne? Kann das sein? Ja. Ich meine schon. Also du möchtest dir was Schwarzes haben? Ja. Okay, dann oder zumindest da dunkel. Hattest du schon mal an einen Missouri gedacht? Missouri? Ja. Nein. Möchtest du einen sehen? Das würde ich mir gerne mal angucken. Mhm. Wann bist falls du dir gefällt. Wann bist du denn mal da? Also bei Oyster auf die Renz? Ich kann dir hier auch einen zeigen. Einen habe ich hier eingestellt. Okay. Wenn du möchtest. Ja, dann zeig mir den mal. Ich warte hier. Ja, klar. Ich komme gleich dann. Ich sag Enz, ne, bis halt. Mhm. Ich guck mir eine Missouri an. Jetzt. Eine Missouri? Eine Missouri. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber Amy wird es mir zeigen. Ich bin mal gespannt. Wir können ja mal rübergehen. Ja, klar. Audi. Hallo, Quattro. Ja. Du bockst mich doch nicht. Ich hab dir doch gar nichts getan. Ich will mal schauen, ob du auch gebadet hast heute. Ich hab also gebadet. Also er riecht auf jeden Fall nicht mexikanisch. Er riecht nicht mexikanisch. Wie riecht man denn mexikanisch? Nach Taco oder was? Burrito. Ja, vielleicht. Er riecht heute nach Burrito. Mm. Oh, ja. Oh, der ist aber schön. Das ist er. Wow. Das ist aber ein schöner Kerl. Mhm. Das ist wirklich hübsch. Hübscher. Ui. Und was würde sowas kosten? 200 kostet eine Missouri. Oh, das ist aber auch ein stolzer Preis. Muss ich erst mal gucken, ob ich so viel überhaupt habe. Das ist richtig. Aber die sind es auch wert, muss ich ehrlich sagen. Also, sehr ausdauernd wahrscheinlich und ja. Schneller. Ja, sehr, ja. Ah, das ist ein tolles Pferd. Das ist ein tolles Pferd. Ich weiß nicht. Ich traue mich nicht. Ha. Probier's einfach. Das geht schon. Meinst du? Natürlich. Ui. Oh, das ist interessiert. Sie. Hast du gerne mal rausreißen? Einfach Balu austauschen. Nein, ich tausche gar nichts aus. Sehr schön. Sehr schön. Oh, guck mal. Du bist eine Prachtbitch. Du bist eine richtige Prachtbitch. Das ist eine Prachtstück. Na sowas. Also wirklich. Steht dir sehr gut, muss ich sagen, ja. Ja, passt echt gut zu dir. Ja. Ist ein schönes Pferd. Oh ja, ist ja gut, ne? Das ist eine Stute, oder? Mhm. Ja. Wie heißt sie? Das ist ein Hengst und der heißt Eclipse. Ah, doch ein Hengst. Okay. Passt aber gut. Mhm. Außerdem will ich nicht Balu austauschen, ich will ihm ab und zu eine Pause gönnen. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Das weiß ich, du willst mich immer ärgern. Aber es ist ein wunderschönes Pferd. Wir uns so gerne, können uns halt einfach gut ärgern, du und ich. Mhm. Das können wir tatsächlich. Oh, ja. Ja, was ist denn, hä? Oh, oh. Lieber mal ein bisschen zur Seite. Ich glaube, wenn er dann. Ich glaube, ich bin Amy ein Tritt ab. Sagen die Nerven. Ja. Ist es noch ein junges Pferd? Ist erst 7 Jahre alt. Oh, sehr schön. Da müsste ich noch, glaube ich, ein bisschen sparen. Ne? Ja. Das wird, glaube ich, so noch nichts. Das ist zu teuer. Aber schön. Meine Kerl. Wirklich toll. Mhm. Wenn du willst, kann ich dir erstmal einen Appaloosa zum Tauschen anbieten. Bitte? Ein Appaloosa?
Was ist ja, das? Ich meine, damit du mein anderes Tier reiten kannst, wenn du nur ein bisschen Pause gönnen möchtest. Also ja. Natürlich nicht geschenkt, den möchte ich irgendwann wieder haben. Nein, 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 um Gottes Willen. Ich will nicht, meinst du, du sollst mir kein Pferd schenken? Aber wenn ich das brauche, komme ich auf dich zu. Ja, okay. Und wenn ich genug Geld habe, dann hole ich mir diesen, wenn er noch da ist. Sagen wir mal. Wer ist denn der Mystery? Der kostet ja. $200. Ja, das ist gut, ein gutes Pferd hat auch einen guten Preis. Ja, ja, natürlich. Das stimmt. Stolzer natürlich. Preis für ein gutes Pferd. Ja. Eine Frage. Guck dir doch mal das Pferd an, das ist doch wunderschön. Pferd ist wunderschön. Jeden Dollar wert. Wenn die Leute zufrieden sind, bin ich auch zufrieden. Dann sind ja auch meine Bedürfnisse gestillt. Also von daher. Naja, grundsätzlich eine sehr gute Haltung. Aber du musst aufpassen, dass du dabei nicht zu kurz kommst. Ich bin ein dermaßen langer Typ. Guck dich doch mal an. Man muss trotzdem auf sich selber auch Acht geben. Ja, das mache ich doch. Ich würde mal... Howdy, howdy. Wir brauchen Stockbrot. Stockbrot. doch. Ja? Doch. Howdy. Genau das ist Howdy. Wer? Ich bin das? Hallo. Genau, Sie sind der Herr, den wir eigentlich suchen, weil Sie haben doch diesen Flyer gemacht für Mr. Pennyworth. Ja, das ist richtig. Genau. Ortega, mein Name, ich grüße Sie. Sehr angenehm, Mr. Ortega. Könnten Sie für uns vielleicht auch einen machen? Wir müssten uns mal zusammensetzen. Hä? Also, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben. Vielleicht nicht in so einer Hauruck. Natürlich. Ich will wissen, was ihr haben möchtet. Auch, zu tun. Was ihr haben möchtet, und dann mache ich mir darüber Gedanken, dann mache ich euch einen Entwurf und dann können wir. Dann machen wir weiter. Ja, vielleicht so eine kleine Ausschnitt für die Zeitung und einen Ausschank vielleicht. Ja, wunderbar. Ja. Habt ihr schon ein Logo? Das ist sowas, was man aufs Flyer macht, damit man weiß, dass das... Ein Logo, so sagt man. Also die in Crawford sagen Logo. Logo. So ein Wiedererkennungsmerkmal. Also, richtig. Ach so, so ein Zeichen. Ein Zeichen. Ja, genau, ein Bild, wo man... Ich würde sagen, irgendwas mit Erd wäre, oder? Das wäre das naheliegendste. Sowas in die Richtung. Weil zum Beispiel Amadillo. Das ist nicht schlecht, da finde ich bestimmt irgendwas. Da kann ich bestimmt was malen. Eine Erdbeere mit einer Amadillo. Ein Problem. Nein, wir sind ja hier nicht in Amadillo. Das weiß ich. Deswegen frage ich mich gerade, was wir haben mit ihr, Amadillo. Ich wollte nur der Frau Mary sagen, dass bei Amadillo, bei der Bäckerei, die so ein, wie heißt dieses Tier da? So ein, die haben irgendein Tier als Logo, glaube ich. Aber warum haben Sie denn ein Tier als Logo, wenn Sie doch eine Bäckerei sind? Ja, weil das halt so in der Wüste, das ist so ein Wüstentier. Du hast, glaube ich, sogar ein Gepäck oder so. Das hat, glaube ich, einen Kuchen in der Hand sogar. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist das in Amadillo so ein, das Wahrzeichen. Ein Kuchentierchen? Ein Kuchentierchen? Ich weiß doch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wann sind Sie denn mal anzutreffen? Vielleicht mal am frühen Abend? Am frühen Abend, ja natürlich. Vielleicht morgen? Morgen ist tatsächlich Markt. Markt? Das könnte schwierig sein, ja, der Markt. Ach so. Und der ist da von wann bis wann? Naja, eigentlich ist der von, ich glaube, von 18 bis 0 Uhr, wenn das nicht schon wieder geändert wurde. Okay. Aber davor wirklich herzlich gerne. Na gut, ich könnte ja auch eigentlich einfach mal an den Markt vorbeikommen, ne? Oder ist das immer so viel Betrieb? Ist da immer so viel Betrieb, dass Sie keine 5 Minuten haben? Nein, das müsste eigentlich gehen. Also das letzte Mal war es nicht, aber vielleicht
läuft ja der Markt ein bisschen besser an, jetzt, wo man das weiß. Das stimmt. Ich weiß es nicht. Ja, dann würde ich nämlich vielleicht mal morgen, bevor ich die Tour beginne, mal vorbeikommen, eventuell so um 19 Uhr. Und dann könnten wir ein bisschen genauer reden. Ja, ja, das können wir sehr gerne machen. Das ist wirklich gut. Und ich wollte fragen, ob Sie noch Stockbrot haben. Ja, natürlich haben wir noch Stockbrot. Dann würde ich das nämlich nochmal nehmen, also wenn Sie da noch was hätten. So. Wollen Sie beide ein Stockbrot? Eins? Nein, nein, ich will kein Eins. Ich will 10. Ach so. Was? Ja, ich will 10. 10-mal Stockbrotteig, bitte. Ja, ist in Ordnung. Jetzt hast du sie aber überfordert mit 10. Ja. Warum? War das zu viel? Weiß ich nicht. War das zu viel? Ich wollte nicht unhöflich sein. Nein, alles gut. Ich glaube, sie dachte nur, dass sie nur eins haben möchten. Nein, nein, ich habe schon 4 Stück gekauft. Die haben wir doch ratzfatz weggeputzt. Ein kleiner Snack für zwischendurch, ja? Das ist lecker. Mr. Ortega. Was ist denn jetzt schon wieder? Immer ist. Naja, dich kennt halt jeder. Ja, ist komisch. Warum eigentlich? Vielleicht, weil du viel rumkommst? Ja, reicht nein, doch schon. Nein, ich bin wahrscheinlich meistens zu laut. Das ist das Problem. Was bekommen Sie nochmal? Wie teuer waren die nochmal? $2.50. $2.50. Ich hatte Ihnen schon mal erklärt, wie man das am besten macht, oder? Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ich weiß, hat das denn funktioniert? Bitte? Hat das denn gut funktioniert das letzte Mal? Ja, das hat sehr gut funktioniert. Wissen Sie warum? Weil ich es gar nicht weil gemacht habe. Ach so. Ich habe das weitergegeben an jemand anders und der hat es für mich gemacht. Bitte? Ja, nochmal? Diese Kutsche muss auch weiter. Wir müssen nach Riggs. Oh ja, wir müssen. Entschuldigung, okay, wir hören. Ich wollte euch nicht aufhalten. Morgen, 19 Uhr. Alles gut. Marc. Er wünscht dir gute auch. Reise. Bis morgen. Danke. Tschüss. Ich fahre schon. Hey, hopp. Ortega. Ja, bitte. Sag mal, hast du das weitergegeben, die Flyer? Ja, ja, hab ich's. Warte mal kurz, ich muss mal ein bisschen wegfahren. Möchte der Herr uns vielleicht nach Rickstation begleiten? Dann kommen wir doch pünktlich. Ach so, da kommt ja noch eine kurze. Ich bin gleich... Warte mal, bis jetzt habe ich nichts... Ja, ja, okay. Ich habe aber gestern eingereist. Also ich habe gestern Bescheid gesagt. Vorgestern war es, Donnerstag. Okay, alles klar. Okay, danke. Ja, manchmal ist ein bisschen... Ja, es wird auch immer mehr. Ich sag dir, wie ist? Ich sag's dir, du kannst dir demnächst dein eigenes Gewerbe aufmachen mit Flyer zeichnen. Ja, könnte ich wahrscheinlich. Audi. Oh, da ist ja noch jemand hinter dem Bus. Dankeschön, kann man auch mal sagen. Bitte? Was hat er gesagt? Was ist denn jetzt? Sie hat sich gehört, dass wir uns nicht bedankt hätten. Oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ja. Tut mir schon wieder leid, weißt du? Man kann nicht immer alles allen recht machen, das geht einfach nicht. Erstens kann man es nicht allen recht machen und zweitens, um Himmels Willen, will sie unter die Kutsche geraten mit ihrem Pferd? Ja, stimmt. Ich würde mal sagen, 2 dicke Moppelpferde, die eine Kutsche ziehen, haben etwas mehr Kraft als ein Personenpferd. Ja, das ist wohl wahr. Aber trotz alledem gibt mir das ja nicht das Recht, einfach drauf zuzufahren. Das ist ja kein Problem. Ich habe ja auch vorsichtig gemacht. Was mir aber nicht aufgefallen ist, waren die 2 Herren, die hinter dem Bus gestanden haben, auf die rechte Seite. Die hätte ich nämlich fast umgefallen. Deswegen habe ich mich auch nicht bedankt, weil mich plötzlich das so erschrocken hat. Ne? Weißt du, was ich meine? Man kann ja, aber es wird immer Mensch. Man kann sich allen recht machen und du wirst da jemanden finden, der meckert. Oh, da kommt das andere zur Kutsche. Ja, siehst du? Ich habe wunderbar reagiert. Audi! Hallo! Nö, siehst du? So eine Kutsche ist toll. Ja, das ist doch so eine. Da hat einer hinten drauf gestanden. Da gibt es hinten welche mit Kisten und welche mit Brett ohne Kiste. Ich glaube, die mit Kisten haben dann zusätzlich, vielleicht kannst du mehr reinladen, was eigentlich. Weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus.
Ich muss mal unbedingt mit Leo sprechen. Der weiß, was es für Brötchen gibt und was gut und was schlecht ist. Ah, hier kann man Tickets für den Zug kaufen. Nein, die Tickets für den Zug können Sie am Zug kaufen. Der kommt gleich. Ah, sie. Also eigentlich müsste er schon da sein. Aber er müsste jeden Moment kommen. Ja, gut zu wissen. Wir sind noch nicht mit dem Zug gefahren bis jetzt. Aber wäre ja mal interessant, wirklich. Das können Sie mal machen, ja. Das ist eine sehr gute Sache, ja. Vor allen Dingen sicher. Auf jeden Fall eine komfortable und sichere Reise. Genau. Krass, das Ihnen auch. Dann haben Sie einen schönen Tag, Sie. Genau. Danke, Sie auch. Sie auch. Ja, aber man, tatsächlich, wo bleiben die? Weiß es nicht. Aus dieser Richtung kommen, richtig? Ja, ja. Das ist merkwürdig. Dass es wieder irgendwelche Probleme gab. Das kann schon sein, ja. Na, aus dieser Richtung kommen sie nicht. Sie kommen aus der anderen. Aus dieser, ja. Da kannst du lange gucken in die Richtung. Ja, lass mich doch. Vielleicht genieße ich auch einfach nur die Aussicht. Einmal nett winken. Hallo. Ich bin in Winkel. Ja. Audi. Ein Quattro. Hallöchen. Ja, der ist hier. Natürlich. Ja, ich habe nur über sie gesagt, was ich gesehen habe. Ein Quattro. Grüße, Grüße. Mal ein bisschen erhalten. Meine Damen und Herren. Ein Nest rein. Oh, Hallöchen. 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 Hola. Hola, Dr. Fernando. Alles wieder gut? Wieder verspätet, nur wegen der Lotte. Unglaublich. Wieso denn wieder? Wieso? ich habe doch gar nichts damit zu tun. Also der das ist aber jetzt unfair. Der Zugfahrer hat gesagt, er hat Angst vor Ihnen, deswegen fährt er später hin. Das hat er gesagt? Wir hatten einen Passagier verloren. Ein Passagier? Ja. Da müsst ihr besser aufpassen. Bindet sie an und Notfall. Da ist der Passagier. Bindet sie an? Meinst du, das hilft, die anzubinden? Oder? Ja, wenn dir nichts anderes geht, dann musst du anbinden. Ja gut, man kann es versuchen. Man kann es versuchen. Hat den Kaumwagen nicht drin, hat nicht diese schwere Kopfschmerz. Und ich habe gerade schon gesehen, du hast das Nachtragen von gestern sehr gut. Aber nur, weil ich deine Post gelesen habe. Ich bin ehrlich. Ich bin immer ehrlich, weißt du? Das heißt, ich muss jetzt jeden Abend oder jeden Morgen schreiben, denk daran einzutragen. Ja, bitte. Indianer würde gerne mit der Kutsche mitfahren. Er ist gerade mit dem Zug mitgefahren, aber hatte starke Kopfschmerzen. Das heißt, würden dann die 50 Penny dafür gleich nehmen. Okay, ja gut, dann wo will er denn hin? Weiß ich nicht, muss ich ihn mal fragen. Glaubt er, wir runter nach Job? Weiß ich nicht, hab schon gestern. Ich frage mal. Genau. Und wir müssen dann jetzt weiter. Alles gut. Ja. Bauen wir ein. Miss Stevens? Macht's gut. Ja, sind Sie nachher in Rhodes? Wann nachher? Ja, zum Feierabend hin. Bowman! Ich denke, ja. Ja, gut. Dann müssen wir uns nämlich über Ihre Stelle unterhalten. Bowman, oh, sehr gerne. Alles klar. Doktor. Kleiner Frechdachs. Audi. Oh, Bio. So schnell sehen wieder. Ah, Kange. Oh. Grüß dich. Wo willst du denn hin? Oh, ich müsste zu. Oh, lassen mich nicht lügen. Müssen zu den Tall Trees, zu Aurora Bassin. Und dachte, ich könnte fahren ein Stück mit euch. Wo ist das? Das habe ich ja noch nie gehört. Was erzählst du mir? Oh, das was für Aurora? Aurora Bassin sei in eine See. Ah, da. Okay, ich sehe. Ja. Nur wenn ich können kommen bis Kreuzung bei Blackwater, wäre schon gut, ho? Du kannst mitkommen bis East Landing, wenn du möchtest. Also das ist aber da unten, wo die Brücke rausgeht, nach East Landing rüber, weißt du? Und das würde nicht, aber dann darf aber keiner sehen, dass wir einen Indianer in der Kutsche haben. Sein dieses elende Stadtverbot, ho? Ja, stimmt. Warte, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das für dich ein Problem ist, aber wenn du den Bogen an die Seite packst und das Fell und den Kopf runternimmst und einfach die Klappe hältst, müsste das vielleicht funktionieren. Dann bist du einfach irgendein stummer Mitreisender. Könnten wir machen. Sagst du einfach gar nichts und ja. Oh,
Halt und Klappe seien vielleicht nicht meine Stärke, aber ich könnte probieren dieses. Das werden wir jetzt üben. Ja, reit halt noch schneller an uns vorbei. Hätte ja keiner mal eben auf die Straße laufen können, doofe Kuh. Na dann kommt, dann machen wir das. Soll ich jetzt fahren, ja? Ah, okay. Raus eigentlich diese Spannung. Legst du dich einfach einen Moment hin und machst eine Nickerchen. Aber nas bitte nicht so laut. Nicht, das, ist aber das ist sehr gut. Ja. Einfach schlafen stellen, sobald wir in der Stadt sind. Ja, natürlich. Was denn sonst? Das ist eine sehr gute Idee. Der macht eine Nickerchen. Hat sich eben gerade mal eine Sekunde aufs Ohr gehauen. Zapp, mal er weg. Genau, sowas. Weißt du, ich weiß nicht. Strawberry wäre vielleicht problematisch. Auch fahren aber sehr angenehm, Kutscher, ho? Ja, gelernt, ja. Gelernt ist gelernt. Mittlerweile habe ich so ein paar Kilometer auf die Rücken, ne? Die letzten. Aber fahren du auch diese Eisenschlange? Nein, 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 nein. Oh, warum du nicht fahren Eisenschlange? Ah, ist eine lange Geschichte. Eine lange Geschichte mit einem Rindvieh und eigentlich mehrere Rindviecher. Ja? Ist eigentlich eine mehrere Rindviecher? Ja, ist eine Rindviehgeschichte. Ich glaube, wir fahren unten rum. Ja, ich glaube, das wäre ganz ich gut, glaube, oder? Ich glaube, heute besser. Und wir warten nicht bis 5 nach. Warte, 4. Ja, genau. Wir machen jetzt. Alles gut, will keiner mit. Mit dich bis Quattro. Oh, oh. Billy. Nein, doch nicht Billy. Oh, gut. Alles gut. Jetzt muss ich dem Billy beibringen, dass es mir furchtbar leid tut, aber das ist jetzt mein Kutschbock. Ja, das musst du dem beibringen. Das weiß ich noch nicht, wie ich das machen soll. Nicht ganz ehrlich. Leo, ein Mann mit blauer Hemd? Oh, ich habe nie gesprochen mit ihm, aber ich wissen, dass sein dieser Kutschbauer Blackwater. Und ein Mr. Malloy seien eine Bekannte von Hasi. Der haben mir haben gemacht den Kontakt. Und ich tausche heute 266 Opiummischungen gegen eine große Kutsche. Och, das ist ja auch nicht schlecht. Ich habe so die bauen an selber alles. Das seien keine Kosten für mich. Okay. Das ist ja super. Das ist ja wirklich toll. Ich habe mit, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich Vater verloren. Mist. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Ah, fällt mir gleich wieder ein. Wie, Butch, 260 Opium-Missungen. Da habe ich wahrscheinlich Vater verloren. Bei dieser Opium-Missung, weißt du? Da muss ich gerade wieder an lass Hank das denken. Nicht Hank. Lass das nicht Hank hören. Ja, ich muss direkt an Hank denken. Ihr Indianer und euer Opium und Hank, das ist eine schlimme Mischung. Oh, ich nehme dieses nur zum Behandeln von Schmerzen. So ein gutes Schmerzmittel. Ja. Kennst du ICMU? Oh, kennen ICMU. Mauer. ICMU, hast du ICMU gesehen? Oh, der sei nicht mehr. Sei nicht mehr? Ich wissen gar nicht, ob Lakota haben getötet ihn oder er sei gegangen. Oh, das habe ich mir schon fast gedacht, irgendwie. Wir haben aufbegehrt gegen Häuptlingen, oh, war nicht gut gegangen aus. Oh, das ist lästig. Gut, jetzt nochmal, Klappe halten. Ne? Genau, was du bist. Oh, Hank. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Howdy. Ups. Das wollte Howdy, nicht. Hank. Hallo. Hallo. Was ist das? Was ist denn jetzt? Warum machst du? Warum schmeißt du mich so runter? Sehr sympathisch. Ja, das war nicht gut. Entschuldigung, das war keine Absicht. Nee, alles richtig. Der ist am Schlafen. Der ist am Schlafen, der Mann. Er hat sich eben hingelegt. Er hat gesagt, er muss die Augen mal zumachen.
Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Ja, wir kommen von der Richards Ranch. Ja, Richards Ranch? Ah. Und Kenny, geht es ihm gut? Im Lande. Ja, es geht ihm ja wieder ganz gut, ja. Er das muss sich ab und zu mal ein bisschen mehr ausruhen, aber soweit geht es ihm wohl ganz gut. Das ist toll. Das ist doch wunderbar. Ja. Okay. Hast du den Flyer denn schon in der Redaktion hinterlegt? Oder einen? Den habe ich Miss Croft abgegeben. Okay. Mit allem, was dazugehört. Die Logo von Omar und die Flyer, beide. Oh, dann hat sie das bestimmt wieder in ihrem Schubfach da eingeschlossen. Ja, das kann sein. Mann. Da musst du mal nochmal nachfragen. Kurze Frage, Mr. Ortega, Sie bleiben noch ein paar Minuten hier wahrscheinlich, oder? Ich bleibe... 5 Minuten noch. 5 Minuten noch, ja. Alles klar, wir hatten Telegramme geschrieben, White. Wir können uns nachher dann gerne treffen. Ich hatte auch schon geantwortet. Und wenn Sie noch 5 Minuten bleiben, ich bin... dann können wir das sonst kurz besprechen. Ja, wann haben Sie Feierabend? 22 Uhr ist eigentlich, also 21:56 hinten in Thief's Landing bin ich fertig, ja. Okay, und wo wollen Sie danach hin? Wo immer Sie wollen. Sie können auch da hinkommen, da habe ich mein Lager. Können wir uns ins Lager setzen. Ein bisschen ans Feuer Dein setzen. Lager? Ich habe unser Lager. Ja? Unser Lager, ja, jetzt mach nicht die werde soll. Ja. Ich habe ein bisschen Stockbrot gekauft eben gerade, in Strawberry. Ja. Und da können wir vielleicht ein bisschen Stockbrot essen. Es ist wunderschön da. Ja, ist es. Gott lädt alle Leute in unser Lager ein. Nein, natürlich, was denn sonst? Warum denn nicht? Ja, dann treffen wir uns später da. Das ist in Ordnung. So ungefähr ab der 10. Abendstunde oder 10 Minuten später so ungefähr. Ja, genau. Denke ich mal. Ja, wunderbar. Dein persönlicher Terminkalender ist hier. Ja, genau. Sie hat mir heute ein Telegramm geschickt, dass ich die Züge eintragen soll. Und prompt, ich hab's auch vergessen. Was Quattro, bitte nicht so schreien. Oh, Entschuldigung. Here we go again. Here we go again. Genau so sieht's aus. Ach, hör doch auf. Minz. Max, wie geht es dir? Hervorragend. Hast du schon das mal hört man gern. Papier aus der Bundesdruckerei in Washington angefasst? Nein. Ja, schau mal. Meine Entlassungsurkunde. Druckfrisch aus Washington. Wow. Das ist ja mal eine Sache. Hast du was gekriegt dafür? Also, weißt du, so, wie war das denn? Kriegt man da nicht immer ein Stückchen Land und wird Farmer, wenn man da diese Geschichte verlässt, da, oder nicht? Ich glaube, die alten Römer haben das so gehandhabt. Nein, heute nicht mehr, oder was? Die alten Römer ist ein bisschen lange her. Hätten sie doch machen können. Ganz ehrlich, du hast doch deinen Dienst fürs Land gemacht. Ja, ich hab tatsächlich eine schöne Anstecknadel bekommen, also einen Orden. Ein Orden? Ja. Kann man da den kannst verkaufen du aber keine Kartoffeln Geld drauf anpflanzen, das geht nicht. Naja, aber vielleicht kann man ihn verkaufen mit dem Geld, kann man sich dann was ein Land kaufen und dann kann man wieder Kartoffeln anbauen. Meinst du? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel das so, wert ist. Ist der so viel wert? Wer kauft denn so einen Orden? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die das sammeln. Es gibt verrückte Sammler. Die sollten es beim Mr. Crawford versuchen. Oha. Oh ja. Das Wer ist eine denn gute Mr. Idee. Crawford? Eigentlich der von der Zeitung, Max. Also du willst mir nicht erzählen, Ach, dass Mr. du Mr. Crawford nicht kennst. Ja, okay, ja. Mann, sie kennt dir das halbe Land, weißt du, und sie kennt dich. Was? Diese Entsetzen in deiner Stimme. Du musst den doch kennen. Ja, hallo. Max war schon da war ich noch bei der Oma in Mexiko schon lange, noch lange. Ja, willst du jetzt vielleicht mal deinen neuen Mitarbeiterin vielleicht mal vorstellen hier bei uns? Was ist denn los mit dir? Das ist N, das ist Annie. Annie? Ja. Max. Und jetzt habe ich den Namen vergessen. Tennessee William. Tennessee Williams, Entschuldigung. Mr. Fischer. Tennessee. Ja. Tennessee Williams. Sehr schön, dich kennenzulernen. Und dann sagt dieser Martinez, ja, wer war das? Und dann sage ich, das geht dich doch gar nicht an. Ja, ich will das aber jetzt wissen. So lange bleibe ich hier stehen, hat er gesagt. Super. Und dann habe ich gesagt, ja, da wirst du aber lange hier stehen bleiben, Steve. Du, dass du keine Wurzel ziehst. Ja? Und wie war das noch gerade mit Bekanntschaften, die man gerne macht und die man nicht gerne macht? Genau. Es gibt so welche, weißt du, aber das kriegst du aber auch relativ schnell raus. Also ist, da weiß ich innerhalb von einer Minute eben gerade ist Feierabend hier.
Das ist, also ich habe den Mann nicht verstanden. Am nächsten Tag ist er gesucht worden. Was soll ich sagen? Okay. Keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen. Kangi. Wir sind da. Ich hab dich gut abgeliefert. Dann. Sofort als Indianer. Perfekt. Aha. Gut, ich mache mich los. Wir müssen noch zu meinem Partner zum Handeln. Ja, mach das, mach das. Pass auf dich auf, ja? War mir eine Freude, euch zu sehen wieder. Ja, war mir auch eine Freude. Gleichfalls, gleichfalls. Vielleicht sieht man sich mal wieder, ja? Oh, ich gehe davon aus. Oh, taksha. Bis mach's dann. Gut. Hallo, Tega. Grüß dich, wo kommst denn du jetzt her? Aus dem Zug, ich muss nach Saint-Denis. Also schon wieder? Ich muss mein Geld abholen, dann komme ich nochmal mit dir mit. Gell. Ja, okay. Man alles klar, wunderbar. Diese Tageskarten. Madiba, bei dir alles auch gut? Ich kann mich nicht wirklich sagen. Es ist gut. Und selbst? Jo, alles wunderbar. Hallo? Ich habe ein bisschen viele Sachen im Kopf. Ich muss an viele Sachen denken, aber ja, geht schon. So, jetzt. Wir sehen halt auch andere noch mal unsere Kutsche. Also, wie machen wir das jetzt? Ich habe schon gesagt, hier musst du rein. Nur das. Nein! Komm wieder hoch, bleib da. Verlaufst du dich nicht? Also, so. Oh. Ich sage mal nichts. Ich schwung auf. Was? Fahr du mal bitte. Ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist. Jetzt komm hier hoch. Vielleicht kriegst du die Astersol. Ich weiß nicht zweimal von die Kurzkopf runter. Das werde hier. Also, habe ich hier keine Worte. Das habe ich auch schon geschafft, ne, Utera? Ja, das stimmt. Das war aber jetzt keine Absicht. Das sagt ihr alle. Nicht normal. Ach, Utega, wir wollten dir doch nur ein schönes Sandbad geben. Mhm. Und soll doch gut für die Haut sein. Mahlzeit übrigens. Und Dankeschön. Bitteschön. Lass es dir schmecken. Also, bei mir stehst du aufrecht. Du, ja, Mom, wo ist der Quattro? Henk? Wann hast du feiern? Um 22 Uhr. Oh, so lange. Ach, ich muss ja auch noch nachts Rhodes. Oh. Ja, noch eine Stunde. Ja. Und dann habe ich einen Termin mit Eddie. Wir müssen reden über diese Gesichtsbuch, weißt du, was ich machen will? Gesichtsbuch, ja. Nicht Gesichtsbuch, Gesichtsbuch. Da kannst du übrigens, da müssen wir auch mal reden, da kannst du deine Gesichten vorlesen, deine Gedichte. Deine Gedichte. Ja. Ja, aber ich muss noch ein bisschen planen. Aber vielleicht machen, was hältst du denn davon, wenn wir uns da zusammensetzen und noch überlegen, ob wir auch ein Geschichtsbuch machen oder so. Ich kann ja dem Buch machen. Ja. Dann treffen wir uns, dann treffen wir uns um 10 Uhr im Lager. Dass wir direkt noch so okay. Ne? Und dann wieder zurück. Da kommt auch Eddie hin. Beziehungsweise okay. Wir holen ihn hier ab. Um 10 Uhr im Lager, oder was? 10 Uhr im Lager, kann 10 Minuten später werden. Das schaffst du? Ja, kann 10 Minuten später werden. Spätestens Viertel nach sind wir im Lager. Ich muss los. Mein geschätzter Arbeitskollege, ja, dann, wir müssen weiter. Ja. Ja, alles tschüss. Klar, mach's gut. Ich komme doch. Andere Seite. Und einsteigen. Bitte nicht in den Dreck werfen. Ich werf los. Das sind keine Geschichten, das ist alles das, was mir passiert ist. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Deswegen sage ich ja auch Papa Quattro. Weil er ist wie so ein Vater. Ah, ich bin ein Vater. Super Geschichten, sehr fürsorglich. Einfach Quattro. Einfach Quattro. Papa Quattro. Ja. Der normalerweise Leuten, die einfach so von heute auf morgen abhauen, den Ass versohlt. Eigentlich. Als Vater. Ha? Hast du aber auch mal eine Klappe auf den Hintern verdient, Quattro. Normalerweise. Aber ich bin da zu gut für. Kannst du froh sein. Nein, das werde ich mir tunlichst vermeiden. Ich habe das einmal gesagt. Was denn? Nein, das sagen wir niedergeschlagen. Ich brauche dich jetzt
topfit und aufmerksam, damit du mir sagen kannst, ob ich alles richtig mache. Du machst alles richtig. Ich brauche hier nichts sagen. 1A, als hättest du das schon jahrelang gemacht. Jetzt aber auf. Nein, ich habe dir nur die Geschichte erzählt mit dem Opa Quattro. Mit dem Opa Quattro? Wieso Opa Quattro? Ja, was ich dir erzählt hatte. Ach so. Wo wir drüber geredet hatten. Wo ich da meinte, wegen den Geschichten erzählen, wie so ein Opa oder so. Aber Papa passt schon besser. Papa passt besser? Ja. Da komme ich mich auch nicht so alt vor. Bist du auch nicht? Naja. Also, für manche Verhältnisse schon, aber für mich gar nicht. Na dann. Dann ist gut. Ich finde, du siehst aus wie so ein... Also von Anfang an dachte ich wirklich, dass du so um die 20 bist. Hast du gedacht? Das habe ich gedacht. Und das haben viele gedacht. Ja. Ist aber nicht so. Nein? Was tust du für deine Haut? Du musst mir deine Tipps verraten. Nur Wasser und Seife. Vielleicht war das, weil wir dich immer runtergeschubst haben oder so. Aus Versehen vom... Ja, das kann natürlich sein. Ja, wegen die Sand... Hat das ein bisschen abgesäuert alles. Aber wie. Hallo! Das ist aber ein schönes Pferd. Auch ein schönes Pferd, ja. Aber ist ziemlich hell. Ja. Naja, gut, muss man. Ich habe jetzt auch ein ziemlich helles Pferd, so ist es ja nicht. Ja, aber ich mag dunkle Pferde. Ja, dann passt das doch. Dann kommen wir uns geschmacklich schon mal nicht in die Quere. Von den Pferden? Mhm. Was willst du dir kaufen, so eine Simmel? Also momentan bin ich mit meinem Pferd sehr glücklich und ich habe noch keinen Plan, ob ich mir ein zweites Pferd so schnell holen möchte. Erstmal muss ich mich mit Moon noch gut anvertrauen. Ja, ich habe ja heute gelernt, dass ich auch noch überhaupt gar keine Lust dazu habe oder Geld. Man kann es auch Geld nennen oder Lust. $200 ist schon ein Haufen Geld, hä? Oh ja. Oh, Quattro, wusstest du das von... Du kennst ja Abel, ne? Goldberg. Abby Goldberg. Ja. Ja. Und die Fleischerin da, weißt du, aus Amadillo, wie heißt sie nochmal? Oh, gestern habe ich es noch gehört. Ich auch. Ich komme immer auf Lynn, aber Hallo. Das ist gar nicht Lynn. Audi. Warte, jetzt muss ich überlegen, ob ich es noch zusammenkriege. Tess! Das war Tess, genau. Tess. Wusstest du, dass Tess die Mutter von Abel ist? Bitte? Ja. Nein, wusste ich nicht. Tess hat Abel adoptiert. Ach du grüne Neune. Ich habe ja irgendwann mal angefangen, diese Fäden in den Kopf zusammenzuspinnen, ne? Wissen die Leute, wie das alles so zu sagen? Also mittlerweile ist das ein Kater, weil kein Mensch kriegt diese Fäden wieder auseinander. Ich schwöre dir. Gute Reise, da kommt schon der Zug. Da kommt schon. Schönen Tag noch. Guten Tag noch. Tschüss. Tschüss. Grüß euch. Ist er pünktlich? Das war gefährlich. Stopp. Nein, alles in Ordnung. Alles in Ordnung, oder was? Nein, ist ja alles in Ordnung. Ich werde ja nur von dem Zug ein bisschen... Hat er das überlebt? Hat er. Haben Sie das überlebt? Hast du irgendwas? Alles gut. Nein, alles in Ordnung? Das ist auch bei Rudi, der tritt gerne. Wer ist denn hier der Kutschenmeister? Hier Rudi. Ist der. Ich muss einmal nach Amadillo. Nach Amadillo? Ja. Und das ist gut, dann in die Kutsche? Wir fahren dann nach Steve's Landing, dort kommt dann die Zug. Der nimmt die mit nach Amadillo. Dann, Papa Quattro, wir sehen uns in Santini. Wir sehen uns in Santini, genau. Ich muss noch kurz Telegramme lesen, ja? Bis später. Dankeschön. Howdy. Na? Ich muss einmal nach Santini, warte mal. Howdy. Hallo. Ist das hier die Kutsche raus? Ja, genau, steigen Sie ein. Bitte. Ja, der Herr Ortega ist der nette Mexikaner oben auf dem Kutschbock. Das ist der, genau. Hey, kommst du? Oh, reiten weiter.
Und dafür sind wir da. Ja. Ja, wir haben jetzt Feierabend. Was? Also fast Feierabend. Eigentlich, ich habe noch eine Freundschaftsdienst angenommen, den ich gar nicht ausführen kann. Das ist auch nicht das. Weil das für Sie, Mr. Ortega. Oh, jetzt machen Sie aber Dinger. Dankeschön. Ach, das ist selbstverständlich. Die Kutschenfahrt war wirklich sehr angenehm. Dankeschön. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich Faden verloren. Teilen Sie sich das am besten mit Ihrer Kollegin. Ja, das, natürlich mache ich das. Du hast auch einen Freundschaftsdienst angenommen, den genau, Freundschaftsdienst angenommen, den ich selber gar nicht ausführen kann, weil ich noch geschäftlich gleich in meine Lager die nächste Sonderfahrt planen will. Ich habe vor, eine Gesichtszug zu machen, eine Storytrain. Das klingt schön. Ah, ja, sehr gut. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt. Dankeschön. Vielen Dank, Mr. Ortega. Und die Dame, schönen Abend. Wie gesagt, halten Sie das schwarze Brett im Auge. Storytrain, ja? Wird das heißen. Sehr gut. Werde ich im Auge behalten. Ja, da sind wir gespannt. Und werde ich auch verbreiten, auf jeden Fall. Ich werde den Leuten sagen, dass sowas geben wird. Das wird nur 2 Wochen vorher noch einmal ein schwarzes Brett angekündigt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie sehr gesagt, gut. Ich mache mich an die Arbeit und dann werden wir das schon hinkriegen. Ne? Auf jeden Fall. Wir fahren nach Blackwater erst. Ne? Jawohl. Alles klar. Gute Fahrt. Ja, danke. Schönen Abend. Tschüss. Mein Lieber, mach's gut. Wir müssen los. Alles klar. Guten Abend. Okay, du als erstes. Ich als nächstes. Du als erstes. Ich als nächstes. Als erstes. Ich als nächstes. So, jetzt ich als nächstes. Ja? Hä? Ja, ich wollte jetzt Madiba nicht umreiten. Nein, das sollst du nicht tun. Bitte, mach es nicht. Wenn Madiba nicht wäre, würde nicht so oft eine Westzug fahren, das sage ich dir jetzt schon. Naja, nur ein Bruchteil, macht das keiner so gerne? Nur ein Bruchteil dieser Westfahrten würde fahren. Nur ein Bruchteil, ich sage dir. Das machen die nicht so gerne. Nein. Warum denn nicht? Ehrlich gesagt, wahrscheinlich, weil es ein bisschen langweiliger ist wie die Osten. Erstens ist nicht so viel los. Madiba braucht auch gar keine Schaffner. Er sagt, ich mach das alleine. Alles gut. Man hat er seine Ruhe. Wenn er es alleine schafft. Ja, mag er. Also er will das auch, ja. Also es ist nicht so, er müsste das nicht machen. Wir haben auch gesagt, du musst das nicht immer da über machen. Kann auch mal andere machen. Nein, ich mach das. Er ist genauso wie mit der Putze, ja? Sagt auch jeder, ja, musst du nicht alleine machen. Ja gut, aber machen will es auch eigentlich. Ist auch du, aber ansonsten will ich es eigentlich gerne machen. Ne? Weil es ist halt so, ja, du fährst halt deine Tour. Jeden Tag, ich weiß nicht, also. Brauchst du so ein Durchhaltevermögen? Muss ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Stimmt, du sollst ja weiter nach Santini. Ich bedanke mich bei dir. So wäre es endgültig gewesen. Ich hole mein Pferd und dann suche ich mal den Mr. White. Er wird schon da sein. Ach, ich soll übrigens frohe Kunde. Also er sagt ja irgendwie nach. Der Fährdienst 18. hat heute Abend seinen Betrieb aufgenommen. Für $1.50. Sag mir mal deine Lieblingsnummer. Von Blackwater nach Rome. 298. Sollen wir weiter verkünden? Wollen wir los? Ja, können wir los. Alles klar. Ja, was ist denn los? Ist doch alles gut, jetzt bleibt doch mal ruhig. Die sehen aber ziemlich ähnlich aus. Ich wollte gerade sagen, ne? Ich habe auch zweimal überlegt, zweimal kurz geguckt. Ja. Jetzt bleibst du mal ruhig hier. Was ist denn mit dir los? Hm? Ja, und jetzt ist Feierabend. Ja. Voilà. Ist jetzt langsam wieder gekrankt, ne? So langsam. Wunderschönen guten Abend. Howdy! Na, wie geht's euch? Ja. Oh, das Wetter war heute gemütlich. Habt ihr. Du bist 16 Minuten zu spät, ich sag's nur. Was bist du? Nee, du. Was bin ich? Eine Minute zu spät. Ja, Entschuldigung. Nee. Mr. Hank.
Hast du es eilig? Nö. Nö. Eddie, nimm dir bitte diesen Platz, hä? Nee, nimm du ruhig. Ich habe wirklich viel gesessen. Du bist die ganze Zeit unterwegs. Ja, ich sitze ja kaum. Um Gottes Willen, ich sitze ja kaum. Setz dich nochmal hin. Alles kann gut. Noch Platz machen. Hier, ich würde mir gerne mal das Gedicht über Quattro anhören. Das hat er gerade noch vorgetragen. Ey, dann muss ich das nochmal. Das hat mir Quattro auf dem Weg hierher gesagt. Okay. Ah, okay. Ja, Hank, dann. Deine Bühne ist bereit. Oh Mann, nicht schon wieder, oder was? Ja, gut. Ja, so fühlt sich das schon an, als würde ich auf der Bühne stehen, ne? Ja, ist doch gut. Kannst weil du schon mal üben. Wir machen auch ganz warm, ne? Ja. Ja. Pass auf, dass du dir nicht den Schritt verbrennst. Ja, das kriege ich hin. Gut. Also, den Gedicht, da geht's um Züge. Und den Gedicht habe ich genannt, den Quattro. Quattro. Und jetzt fange ich an. Quattro, du trägst den engelsgleichen Züge. Dein Gesicht ist gemacht, so voller Pracht. Von Gott erdacht ist deine Führungskraft. Und trägst du auch Stolz des Zugschaffners Tracht. Für Komplexes bist du nicht gedacht. Das war's. Was wird denn da gelacht? Ich verstehe das nicht. Hey, komm, ich habe auch mein Fett wegbekommen. Es ist Hank, du schreibst bitte schön weiter, weil wir sitzen ja eigentlich... Eddie, könntest du dich fangen jetzt so langsam? Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ja, wir wollen es nochmal hören. Nein, nicht nochmal. Oh, ja. Es geht ja eigentlich um die Idee mit diesem Gesichtszug, mit diesem Storytrain, so will ich den nennen, Storytrain. Ja. Ich habe einen Termin ins Auge gefasst, vielleicht passt das bei euch, ich sage ganz bewusst euch, weil Hank, ich hätte dich auch gerne mit deinen Gedichten da. Was? Oh. Verstehst du? Mhm. Ich will das Ganze vielleicht ein bisschen größer gestalten. Mal gucken. Das ist eine gute Idee. Also, ich hätte mal ins Auge gefasst den 1. oder 2. Oktober. Oh je. Das wäre eine Woche nach einer Ausgabe von der Zeitung, glaube ich, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Kann es sein? Es kann sein, dass ich, also um jetzt zu berichten, nicht dabei sein könnte. Kann ich denn dabei sein? Ja, du musst doch dabei sein. Ich bin nicht wichtig, du bist da wegen deinen Gedichten. Richtig, aber ich weiß ja nicht, ob ich da kann, deshalb frage ich dich ja. Er kennt seinen Terminkalender nicht. Ja, ich kenne deinen Terminkalender auch nicht. Ja, ich guck doch mal. Aber die Idee ist gut, ne, dass du das zwischen zwei Ausgaben machst. Weil dann kann man nämlich in der alten Ausgabe da Werbung für machen. Und in der neuen Ausgabe kann man darüber einen Artikel schon... Ja, richtig. Deswegen will ich das so machen. Eine Woche nach der Ausgabe. Und anfangen mit die Flyer und so weiter und so fort, wenn das endlich mit der Druckerei klappt. Eine Woche vorher. Also vor die Zeitung. Und natürlich sind die Zeitungen auch noch Werbungsschalten, klar. Ja, finde ich auch. Morgen kommst du, oder was? Ja, morgen ist Sonntag. Morgen um 18 Uhr. Als wir vorhin in Rhodes waren, war eigentlich alles wie ausgestorben. Ja, eben war es ganz anders. Die Italiener waren ja bei Burns. Die Italiener waren jetzt bei Burns, okay. Und wie ist's? Sie erzählten ja davon, ja. Ja, die hatten sie waren wohl gestern schon mal da und es war wohl so, dass sie mit ihm sprechen wollten und er gesagt haben, die müssen einen Termin machen. Und die dann wohl sagten, sie machen keine Termine. Und ja, am Ende haben sie wohl dann noch einen Termin für heute 21 Uhr gemacht. Da haben sie sich unterhalten und ihm wurde wohl vorgeworfen, dass er schlechte Stimmung über die Italiener in Rhodes verbreitet, angeblich. Was er gar nicht so dementiert hat, weil er gehört hat, dass die Italiener in Valentine irgendwie eine Schießerei angefangen haben sollen. Die waren auf der Riley's Ranch und haben Schutzgeld versucht zu erpressen. Mr. Burns hat denen dann wohl gesagt, reden Sie einfach mal mit denjenigen, die solche Schießereien machen und die Sie als Verbrecher dastehen lassen.
Und reden Sie doch mal mit den Italienern. Sie sind doch beide von einem, aus einem Land. Vielleicht können Sie sich ja mit denen mal zusammensetzen und mit denen das mal klären. Und das wollte er dann wohl irgendwie nicht. Und, naja, nachher sind die dann auch irgendwie gegangen. Ich glaube, deren Problem war auch so ein bisschen, dass die ansonsten überall viel einschüchtern. Ich glaube, bei Mr. Burns standen über 30 Leute auf dem Hof von der Stadt. Sehr redselig, was das angeht. Ja, es wäre einfach schön, wenn die Leute, wenn die mal diese Probleme haben mit diesen, also mit diesen Italienern, das ist ja jetzt schon ganz schön lange, ne? Wenn die auch mal zur Zeitung kommen würden, ja, dann würden nämlich mal alle Informationen mal zusammenfließen und dann würden alle mal darüber informiert und dann hätte man auch diese Problematik, glaube ich, gar nicht so sehr. Ja, da muss ich. Aber die Menschen sind dumm. Ja, vielleicht hätten dann einige noch ein paar mehr Probleme. Aber das mag ich nicht beurteilen. Keine Ahnung. Ja gut, aber zurück zum Thema, ne? Geschichtszug. Geschichtszug, genau. Was für Geschichten hast du überlegt? Geschichten zur Landschaft, Geschichten über das Land hier, Geschichten. Das wäre natürlich das Optimale, wenn man wirklich Geschichten über das Land hätte. Aber ich weiß nicht, ob wir so viel Geschichten bis dahin zusammentragen. Oder wir gehen noch mal 2 Wochen weiter. Dann würde ich vielleicht sagen, dass wir uns irgendwann, vielleicht könnten wir mal eine Zugfahrt zusammen machen. Ja, gerne. Irgendwann mal, vielleicht muss, kann ja irgendeine x-beliebige Tag sein. Dann setzen wir uns zusammen in den Zug, vielleicht von mir aus auf die Tende oder was. Fährst du den dann? Nein, ich fahre den nicht. Also definitiv Quattro, nicht. Das Wochenende 8.9. Da habe ich auf jeden Fall nichts im Terminkalender stehen. Das ist dann 8.9. ist aber genau die Woche, wo die Zeitung kommt, oder? In deiner Realität vielleicht. Ja. So. Anni, das ist dein Gedicht, ne? Deshalb habe ich den auch so genannt. Anni. Fang jetzt an. Als ich die junge Anni da zum ersten Mal im Sommer sah, da dachte ich, welch hübsch Gesicht, schade, dass den Frau nicht spricht. Doch plötzlich, nun seid doch still, Anni spricht, wie wunderbar, ohne Punkt und ohne Pflicht, solch ein schönes Gesicht, nur ewig schade, dass sie spricht. Du links von mir, du brauchst ja gar nicht in deine Faust lachen. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab ja auch meine Fett weggekriegt, ne? Für komplexe Aufgaben taugt er nicht. Ist er nicht gedacht. Ist er nicht gedacht, wie auch immer, ist doch egal. Gleiche Ergebnis. Das ist ein. Ja. Aber das Reimen hat er drauf. Ja, das stimmt. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was dabei. Das wären ja schon 1-2 Stationen, wenn du, sagen wir, du hast ja jetzt schon mindestens, wie viel hast du insgesamt? Weiß nicht, so 15 oder so. Das musst du dir mal vorstellen, das sind ja schon 3 Stationen. Nur mit Hänkedichte. Man muss die ja auch nicht runterleiern, ganz schnell. Ne? Muss man ja auch ein bisschen durchs Kammer mal ein Bier trinken. Das müsste ja nicht alles sein, das reicht doch, wenn ich da 2 Gedichte sage. Oder 3. Genau. Ja gut, aber lass uns das doch ein bisschen füllen. Das ist ja kein Problem. Vielleicht auch noch Gedichte schreiben über die Region hier so. Ja, die Region, die Leute, das interessiert die Menschen. Ja, da habe ich auch eins. Wir müssen ein bisschen privater werden oder ein bisschen persönlicher. Ja? Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ja, ich habe ein Gedicht über die Leute hier. Okay. Wollt ihr den hören? Ja, wir warten. Ja, also den Gedicht heißt Bürger spiegeln Städte. Ja, und der Beweis, der kommt jetzt. Also in meinem Gedicht, ne? Wenn man dazu hört, dann versteht man das. So. So denkt der Bürger dort aus Rhodes, die Stadt habe viel. Und sie sei auch groß, viel schöner als die Stadt nebenan, namens Saint-Denis. Doch leider sind die Bürger hier sehr infantil. Gelächter erschallend aus Blackwater, deren Bürger sich für besser dachten.
Doch der Hochmut erklang vor der Wahl. Wir sehen Tränen, wenn ihr Steuern zahlt. Und hier im Norden, in Strawberry, da sei man glücklich. Fernab vom Gesocks und das Volk ist tüchtig. Hier und da zwar rustikal, doch bauen sie auch Verbrechern ein Denkmal. O Valentine, ich fast vergaß, doch ihr versteht, was ich hier zu sagen vermag. An jeden Bürgermann er sieht, welche Stadt er liebt. Euer Spiegelbild man auf der Straße sieht. Das wird die Valentiner richtig ankotzen. Wisst du noch, was wir Dumbleweed nachmachen? Amadillo fehlt? Ja, ich weiß nichts über Dumbleweed. Ich habe nur den Städte genommen, wo ich so ein bisschen Hintergrundwissen habe. Weißt du, weil in Blackwater, da ist das ja so, dass das die Stadt ist, wo die am meisten Steuern zahlen. Und in Strawberry, da haben die ja dieses Denkmal für den alten Bürgermeister da gemacht. Und der Bürgermeister war ja ein Verbrecher, weil der hat ja die ganzen Steuern hinterzogen von den Bürgern. Und die haben die ganzen Bürger wussten das nicht. Und die haben den zum Dank, als er ausgereist ist, noch ein Denkmal dahin gebaut. Und den Platz da, wo die mal sitzen, nach dem benannt. Bates Platz. Genau. Das ist ja der Bürgermeister Mr. Bates, oder? Mhm. Der hat die ganzen Bürger da betrogen. Die ganzen Steuergelder, die hat er einfach alle einbehalten. Also zum Teil. Okay. Aber die Bürger wussten das alles nicht. Ich finde den Bezug zu den zusammen, also den das Zusammenspiel mit Valentine finde ich super. Es steckt halt was dahinter. Das ist halt das Schöne. Ja. Da kann sich jeder seine Gedanken machen. Genau das ist es, was wir brauchen. Ah, ich habe heute schon keine Ahnung, wie viele Leute nach Hartman befragt. Even, also wir waren eben mit Even unterwegs und Even sagt, er hat ihn schon ganz doll lange nicht mehr gesehen und dass Hartman irgendwann mal zu ihm gesagt haben muss, wenn du mich lange Zeit nicht siehst, dann informier die Leute darüber. Also keine Ahnung, was der da für Dreck am Stecken gehabt haben könnte. Und weswegen er wirklich nicht mehr auffindbar ist, ich weiß es nicht. Also ich sag mal so. Letzte Woche ging es ihm noch gut. Letzte Woche hast du ihn noch gesehen? Ja. Okay. Also Even sagt es schon länger. Das ist ja noch nicht so lang. Von daher, ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, dass der Mann mich bei der Schneiderei in Rhodes in der Umkleidekabine begafft hat. Der Leon? Ja, natürlich, so habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Ja, das passt auch zu Leon. Ja, natürlich, der ist ein absoluter Schützenjäger. Ah ja, siehst du, da guckt er nicht weg. Aber deswegen ist er ja kein krimineller Mann, Mensch. Das habe ich auch nicht, ich habe nicht gesagt, er ist kriminell. Ich glaube, dass er aber im Grunde sagen ein das, netter Mann und ist. Bato, wann hast du denn Zeit, dass du uns mal mit dem Zug hier einmal durchs Land kutschieren kannst, damit wir nochmal ein paar Orte begutachten können? Es ist halt die Problematik mit dem Planfahrten, ne? Entweder müsste man das mal vorher machen, oder man müsste das danach machen. Ja, deshalb frage ich dich ja, wann hast du denn mal Zeit, damit wir zusammen mal einmal durch den County fahren können? Also, mit dem Zug. Wenn ich das richtig verstanden habe, reicht es ja nicht, dass du Zeit hast, sondern es muss ja auch noch jemand Zeit haben, der den Hebel betätigt. Ja, richtig. Ich kann da nicht dran. Ich kann nicht dran. Also, aber das Krieg ist bestimmt, das Krieg ist hin. Ich werde das morgen klären, Henk. Ist das für dich okay? Ja, das ist okay. Liebe Leute, ich werde mich schlafen legen. Ja, ich werde mich auch gleich mal. Ja, dann alle Mann nix, wir haben ein Zelt. Ja. Okay, ich geh schlafen. Gute Nacht, tschüss. In 5 Minuten muss die Hose kalt über die Stuhl hängen, ne? Wir besprechen uns dann nochmal, ne? Das machen wir. Das machen wir. Ja. Also die Postkutsche 4 ist diejenige mit 4 Pferden vorne dran, also ein Vierspanner. Die Postkutsche 3 ist dieselbe Kutsche, aber nur mit 2 Pferden. Und die Postkutsche 1 habe ich in meinem Leben noch nie gebaut und müsste beim Stallburschen nachschauen, wie die aussieht. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob so eine... Ich hätte super gerne eine Vierspanner, aber ich weiß nicht, ob ich mit einer Vierspanner durchs Strawberry komme. Das schaffst du auf jeden Fall, die Italiener schaffen es auch. Ach so, okay. Wenn das schaffst geht. Du, ja, sie sind halt nicht so wendig wie die Zweispanner, aber das schaffst du schon. Musst du halt vielleicht, ja. Ja, eigentlich lauter. Nicht, oder? Mit der Geschwindigkeit, ich hab's noch nie gemessen, aber ich meine, 4 Pferde ziehen mehr als 2.
Also du kannst auch ein bisschen mehr Gepäck in diese Kutsche laden. Ah, okay. Der Vierspanner kostet $140. Die Postkutsche 3 kostet $115 und Postkutsche 1 kostet $110. Also dann würde ich glaube ich doch die Vierspanner nehmen. Meinst du, also ja, warte mal, jetzt muss ich aber mal, wie hast du gesagt, $150? 140. 140. Jetzt genau. muss ich's mal durchrechnen, was ich überall soll. Ich habe ja immer, wenn ich meine Lohn kriege, dann packe ich den an die nächste Bank, weil nicht lange damit rumfahren. Besser. Ich muss mal zusammenrechnen, aber es müssten eigentlich $140 sein. Man könnte. Weil du es bist, mache ich dir 130 für diese Kutsche. Ah, nein, ich bezahle schon den Preis. Das ist nicht das Problem hier. Hallo, gut. Alles gut, danke dir, trotz alledem. Aber ich gucke, ich glaube, ich habe 140, das müsste reißen. Leo, schön, ich bestelle die vier spanische Postkutsche mit ohne Kiste. Ach ja. Ja. Ich kaufe mir meine eigene Kutsche, weißt du? Ja. Da habe ich diese Probleme. Leiser, bitte. Oh, sorry, Entschuldigung. Was für ein Pferd hast du denn zu verkaufen, Schatz? Ich würde tatsächlich dann Kelpie verkaufen. Die passt nicht mehr in die Reihe meiner edlen, zarten Tiere. Kelpie, was ist denn Kelpie? Aber die würde ich auch nur Quattro genau verkaufen. Genau so etwas, was du das dir angeschaut hast. Genau das. Sorry, Fox, genau. Nein, oder? Ja, ja, doch, genau. Ehrlich? Aber es ist eine Stute. Oh. Meinst aber du, da könnte ich was, da könnte ich was anbandeln mit Baloo vielleicht? Das weiß ich nicht, aber ich würde sie tatsächlich auch nur dir verkaufen. Jemand anderem würde ich sie nicht verkaufen. Das ehrt mich. Weil dann behalte ich sie lieber. Das ehrt mich. Guck. Oh. Oh. Guck mal. Oh, das ist aber schön. Ich gehe nicht so nah dran. Nein. Hast du jetzt die Ohren gelegt? Letzte Nacht? Ich glaube, die hatte ich schon mal gedreht, aber die hört dir zu. Ah, das ist schön. Oh, schönes Pferd. Ich habe nur ein Problem, Josie. Ja? Es müsste noch einen Moment bei dir im Stall stehen. Es dürfte es. Weil ich habe nämlich im Moment noch keine Geld dafür. Was willst du überhaupt haben? 170. 170 ist gut. Na gut. Nein, dann machen wir das so. Ich würde sie nehmen. Aber ich muss erst sparen. Also ich habe das Geld noch nicht. Das ist überhaupt kein Problem, Quattro. Sie frisst nicht so viel. Doch, also sie frisst schon viel, wie ein Pferd halt. Aber tut mir jetzt nicht weh, wenn sie noch im Stall steht. Das glaube ich auch nicht. Na gut. Ansonsten? Das hört sich wirklich gut an. Ich habe jetzt im Grunde genommen eine Kutsche und ein Pferd gekauft. Unglaublich. Ja, Audi, hallo. Wer ist denn da? Darf ich mal kurz stören? Natürlich. Die Fähre wird in einer Viertelstunde nach Rots ablegen. Wer mitfahren will, kann sich vorne am Pier melden. Oh, das ist aber gut. Da fährt jetzt eine Fähre? Ja. Oh, das ist aber interessant. 5 Minuten sind wir drüben, das geht ganz schnell. Ach, das ist ja wunderbar. Guck mal hier. Wie gesagt, Viertelstunde, fahren wir los. Warte mal, wann fahrt ihr immer los? Wann ist das? Also immer am 10 nach, oder was? Nee, im Moment ist es noch unterschiedlich, weil wir haben noch keinen festen Fahrplan, den müssen wir erst noch erstellen. Aber jetzt, heute fahren wir in einer Viertelstunde. Vielleicht solltet ihr das ein ganz klein wenig mit dem Fahrplan von dem Zug abklären. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Wir sind dabei, genau. Wir müssen auch gucken, wie lange wir brauchen. Und richtig. Genau, wir sind dabei, uns da schon Gedanken zu machen. Leo, mach's gut. Wir sehen uns. Gute Fahrt. Geht jetzt Thief's Landing oder was ist zuerst? Nein, Strawberry jetzt. Ah, okay. Ja, gut. Bis dann. Ich gehe auf die andere Seite. Ist doch kein Problem. Nein, ist kein Problem. Gut, Abfahrt. Zetzelan, wie war dein Tag? Sehr schön. Das ist schön. Das freut mich. Hauptsache, was habt ihr gemacht? Erzähl mir. Tatsächlich habe ich Ihnen ein kleines bisschen über ein Treffen erzählt von
Ja, ich habe mich gestern noch mit Bive aus seinem Stamm getroffen, wenn auch eher spontan und unvorbereitet. Hm. Die wo hast du, wo kennst du den Indianer her? Wo, wieso triffst du dich mit Indianern? Wo hast du diese... Ich bin seit da drei... Nein, ich bin seit wie vielen Monaten hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe doch... Außer IQ habe ich bis jetzt noch keine Indianer getroffen. Das Geheimnis heißt Emerald Station. Was ist Emerald Station? Emerald Station ist tatsächlich eine von uns ungenutzte Haltestelle. Und dort gehen die hin, um ihr Telegramm zu machen, also um Telegramme zu schreiben. Ach so, da ist eine Telegrammstation, oder was? Ja, genau. Sie nennen es Pinselpapier. Ja, das finde weiß ich sehr witzig. Das weiß ich, das hat auch Igmo immer gesagt, Pinselpapier. Und er sagte, also dort habe ich halt Moe das erste Mal getroffen, dort habe ich Kanga das erste Mal getroffen, dort habe ich jetzt Scheitern das erste Mal getroffen. Steht da jetzt ein Hund rum? Ja, da musst du ein bisschen vorsichtig sein. Ja, manchmal sind sie halt einfach... Hm? Ich habe auch schon gesagt, ich habe gedacht, das wäre ein Stück Scheiße. Also, es sah so aus. So, und da ist doch der Markt. Willst du hier schon runter? Genau, ich würde dann hier absteigen. Jawohl. Kriegst du das gebacken? Kann ich dich alleine lassen? Na klar. Aber nicht, dass du denkst, du wirst ausgenutzt hier, gell? Ach Quatsch, ich, nein. Bin nachher alles wieder dabei. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Jetzt seh zu, dass du da hinkommst. Ja, mach ich's. Bis gleich. Tschüss. Wahrscheinlich nicht, ja? Wahrscheinlich nicht. Bitte? Kannst du mir zwei Stück Erdbeerkuchen zustecken? Oh ja, mir auch, bitte. ich müsste erst einen schneiden. Hast du ein Messer dabei? Ja, habe ich dabei. Dann mache ich das besser. Dann weil, ich dir den ganzen Kuchen. Ich eine Bestellung habe. Danke. Mhm, tschüss. Kein Problem. Also, Strawberries Backstube. Mit einer Erdbeere und einer Croissant. Gut. Ich würde sagen, wir machen das Ganze wie bei Jeff auch. Wir haben erst ein Logo erstellt und dann habe ich mir Gedanken gemacht über eine Flyer oder über einen Aushang, wie auch immer ihr das wollt. Anne! Da bist du ja. Ich denke, warum fährt sie da hoch? Damit ich muss noch im Weg stehe. Ich muss noch schnell zwei Stückchen Erdbeerkuchen für uns holen und dann komme ich sofort wieder. Ja, dann los. Sofort. Meine Erdbeerkuchen. Habe ich schon. Erdbeerkuchen? Ja, ihm. Genau, zwei Stücke bitte. Er wollte doch zwei Stücke. Ach so, ja. Dir geben? Genau. Zwei Stücke, den Herrn... Ortega. Ortega war das, genau. Genau. Dankeschön. Was bekommen Sie? Sie fahren vorsichtig, das bekomme ich. Bitte? Fahren Sie vorsichtig. Ich fahre immer vorsichtig. Was das bekommen ist Sie? Gut. Sie müssen doch los, Sie müssen die Kutsche bekommen. Okay, ich mache das gut. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag. Schönen Tag. Alle hopp. Oi. Was eine... Puh. Oi, da habe ich aber jetzt einiges abgehackt. Jetzt kriegst du erstmal von mir einen Erdbeerkuchen. Hat das geklappt? Ja. Hast du Spears getroffen? Nein, Spears war nicht dabei. Oh, das lässt. Ich habe auch schon eine Kundin für die nächste Fahrt. Ui, wer ist das? Mary. Oh, sie kommt Thief's Landing oder was? Nein, tatsächlich kommt sie nachher nochmal nach Rick Station. Sie ist jetzt mit weitergefahren mit dem Zug. Ach so, okay. Kann ich mir vorstellen. Das hat bestimmt 5-6 Mal geknallt. Oh, ich dachte echt, so kommt das weg. Ich konnte das nicht zuordnen und dachte nur, okay. Das sind diese blöden Bölle, die letzte Zeit. Oh, verdammt. Das ist halt so dieses kurze Abwägen zwischen, lasse ich die jetzt schnell laufen und riskiere es, ein Rad zu verlieren, oder bleibe ich vernünftig? Ja, das ist richtig. Ob du riskierst, ein Rad zu verlieren. Langsam mit zwei. Ah, du kriegst das noch nicht. Wunderbar. Jetzt dreh nicht durch. So schlimm war es nicht. Alles gut, ne? Hallo? Alles gut bei dir? Ja, und selbst? Was macht Amadillo? Es klang da vor uns, als würde jemand mit einer Kanone schießen. Wie? Nicht wie. Warum? Ist hier die Frage. In Amadillo auch? Wie, das Amadillo ist jetzt merkwürdig, auch? Weil es hat nämlich eben 5-6 Mal gedonnert in Strawberry.
In Armadillo auch. Das klingt fast wie eine Kanone. Ja, und zwar ganz so fünf, sechs Mal hintereinander. Okay. Interessant. Merkwürdig. Merkwürdig, ja. Ja, es passieren merkwürdige Sachen. Dass du das gesagt hast. Audi, die Herrschaften. Audi, bin ich schon wieder zu laut? Nein. Ich hätte mal eine Frage. Wissen Sie, wo der örtliche Arzt ist? Wenn dann da hinten im Ärztezelt, ja? Achso, ja, beim Zelt, da war er schon, da ist aber der Herr nicht. Da müssen Sie mal klingen, also halt die Frage, Dr. Fernando ist normalerweise immer im Lande. Die Frage ist, geht es um einen Notfall oder warten Sie müssen? Ich möchte Ausbildung machen. Ja gut, dann würde ich jetzt nicht klingeln, weil ich glaube, das könnte die Ärzte jetzt hören. Haben Sie die Telegrammnummer von Dr. Fernando? Nee, leider nicht. Warte, ich gebe sie Ihnen. Ach, das ist ja nett. Bleiben Sie einen Moment, ich komme sofort. Beeil dich, in einer Minute müssen wir los. Ja. Das ist die 789. 789. Ein Moment, 789. Und wie war nochmal der Name von dem Herrn? Ich sage immer Dr. Fernando, aber er heißt irgendwie Fernando Javier, irgendwas mit Javier, ich weiß es nicht genau. Ich sage immer Dann Dr. werde ich ihn einfach als Mister ansprechen. Dankeschön. Ihr jetzt schön möglichst weit rechts bleiben. Neben die Weg, genau. Wunderbar. Jetzt fährst du erstmal ein bisschen gerade. Also auf diese Holzplanken zu. Und siehst du jetzt diese zwei Bäume da auf der linken Seite? Ja. Diese zwei recht dünnen Bäume, die vorne stehen. Also die von uns für. Warte, du weißt, was ich meine. Und jetzt da rein, jetzt siehst du nur linke Zügel. Nur linke Zügel. Und da dazwischen. Genau, gerade. Bisschen gerade. Dass du, aber langsam. Jetzt kannst du rückwärts und andere Richtung passen. Ah, wunderbar. Guckst du an? Ah! Super. 1A gemacht. Ja, super. Und irgendwann machst du das in voller Galopp. Audi, ihr Lieben. Hallo, Ortega. Grüße. Hallo, Ortega. Ich komme wieder mit. Ach, guck mal, da ist ja eine Mary. Hallo. Wie geht es dir? Gut, und dir? Ah, super. Mr. Spears. Oh, Company, letzter Zug des Abends. Mr. Spears. Ja. 50 Penny ist eine Mitfahrt. Wir müssten mal reden. Und zwar. Könnten Sie sich mal Gedanken machen, wann man eine Sonderfahrt mal machen könnte? Und zwar ich habe gestern eine intensive Gespräch gehabt wegen dieses Storytrain. Ich habe Ihnen gesagt, Sie wissen, diese Sonderfahrt, die nächste? Ja. 7. Oktober. Haben wir jetzt mal näher ins Auge gefasst. Das wäre ein Monat noch. So, für die Vorbereitung und ab zwei Wochen für die Werbung. Würde mich dann schon mal hinsetzen wegen die Flyer und so weiter. Ja, genau. Ja, ich weiß Bescheid. Ich komme mal runter, sonst bin ich gleich in Santini. Von euch viel Erfolg. Ja, Grüße. Danke. Wünsche ich euch Mr. auch. Mr. Norris, das schöne Grüße von mir. Ja, wenn ich ihn heute noch sehe. Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen. Voll enttäuscht. Ja, ich glaube, der ist heute nicht da. Wart vorsichtig, ja? Ja. Immer schön im Gleis bleiben, ne? Jo. Macht's gut. Tschüss. Wiedersehen. Ach nee, ich will ja gar nicht fahren. Du kannst ruhig? Nein, du kannst das besser. Gar nicht wahr. Was? Hier steht eine Muli auf die Gleise. Oh, der hat aber auch keinen Spaß mehr am Leben, ne? Ist Mary schon drin? Ah, Mary sitzt da schon. Ja, ich sitze. Das ist schön. Mary, wie ist es dir ergangen? Warst du in Santini mal wieder? Entschuldigung, ja. Stopp. Ganz kurz aufhalten. Ja, ja, natürlich. Um was geht es? Ich suche den Herrn Collins. Ja, der ist gerade in den Zug gestiegen. Nein. Collins ist nicht da. Collins ist in Rhodes. In Rhodes ist der? Ja. Ist der gerade aktuell in Rhodes? Ja. Der hatte da irgendwas zu tun. Und wann kommt er wieder? Und wohin kommt er wieder? Also, da habe ich keine Ahnung. Wenn, dann ist er morgen wieder beim Zug halt. Wie immer. Ja, dann schreibe ich im Telegram. Weil ich habe gehört, der sucht noch Mitarbeiter. Für den Zug? Für die Bahn? Wie bitte? Wollen Sie bei der Bahn anfangen? Ja, genau. Dann sind Sie doch bitte morgen um 7:30 in Rhodes. Okay.
Um 8 Uhr geht die Bahn los. Dort werden Sie mit Sicherheit jemanden finden, der für Sie ein Ohr hatte. Alles klar, also halb 8 in Rhodes. Halb 8 in Rhodes an der Bahn, ne? Natürlich. Okay. Eine ist ja auch in Ordnung, um Gottes Willen. Ich habe das Gefühl, dass Connor sich von mir trennen will. Was? Hä? Wie? Naja, weil er ist nicht erst so auf Abstand. So. Er ist auf Abstand? Ja. Also er schreibt mir keine Briefe mehr. Also eigentlich hat er das immer gemacht, bevor er so... Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas gemacht habe, was ihm nicht gefallen hat oder so. Reden, reden, reden. Ich sage nur. Das Problem ist, er war ja heute die ganze Zeit wach. Und er hat mich auch gesehen und ist aber nicht zu mir gekommen. Ja, dann gehst du hin. Dann gehst du hin, nimmst dir an die Ohr und sagst, so, jetzt wird hier geredet. Bitte, was los? Daran ist mein Freund, was ist Phase hier? Ja, genau. Ich sehe gar nichts. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn man jetzt in meine Lage ist, haben wir eine goldene List. Ja, wir haben sowieso eine goldene List, aber in die Lage ist es noch ein wenig dünner. Hallo Madiba! Wir sind da! Madiba, deine Lieblingsmitfahrerin ist wieder da, es geht nach Amadillo. Amadillo, wo warst denn du? Hä? Wo warst denn du? Ich war in Saint-Denis, ich habe Besorgung gemacht und ich habe 200 Eier bestellt. Was? Ich habe auch gesagt, man kann es auch übertreiben. Ja. Eine Riesenomelette will sie kochen. Eier ist für Mama gut, wenn Papa sie essen tut, ne? Die sind für euch die Eier. Damit ihr welche habt. Die habe ich in der Hose. Wer war denn das gestern, der gesagt hat, dass es Amadildo heißt? Amadildo? Wieso Amadildo? Das habe nicht ich gesagt. Nicht N? Nein, das war nicht N. Das war N, Mary. Hast du das gesagt? Was? Mit was dem Amadildo? Oh Gott. Das war Mary. Das wieso war Amadildo? Ja. Ich verstehe das nicht so ganz. Mary, nicht Mary, sondern wie hieß dann diese... Ich weiß nicht, wie sie hieß. Ich weiß nur, dass sie Amadildo gesagt hat. Und ich habe das Amadildo anschließend euch weitergegeben. Genau. Wieso Amadildo? Ich weiß nicht. Ja, weil sie das... sie hatte sich versprochen. Sie wollte Amadillo sagen und hat gesagt Amadildo. Und seine Worte waren... Ach, das kriege ich hin. Ein Flyer mit einem Amadildo und einer Erdbeere. Genau. Ich bin verwirrt. Ich soll eine Flyer machen für diese Leute. Ihr wisst eine schon, Logo. Dass ich ein einfacher Mann aus Afrika bin und nicht wisst, was genau von ihr redet, ne? Achso. Amadildo? Amadildo. Ja. Amadildo. Du weißt nicht, was Dildo heißt? Nein. Okay. Das kannst du ihm jetzt ausführlich erklären, wenn ihr nach Amadildo fahrt. Viel Spaß. Okay, ich... Eine andere Frage. Hast du das Wort in dieser Explosion gehört? Ja. Vier, okay, fünf Stück? Hintereinander? Das haben wir alle gehört. Das kam Gott. Vom Theater aus Blackwater. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was denn? Hört sich nach schlechtem Voodoo an. Ja, ja. Sehr schlechtem Voodoo. Du mit deinem Wuso immer, ey. Ist ja jetzt nicht so, als hätte ich mir nicht etwas hier hingelegt. Oh, guck mal. Das sieht schön aus. Auch ein bisschen gespenstig, ne? Es hat irgendwas Mystisches. Ja, auf jeden Fall. Aber es geht noch goldener. Ne? Es ist noch das ist noch nicht Maximum. Es geht noch viel goldener. Das ist bei dem ersten Mal, als ich das gesehen habe, das war wirklich. Also, das war wirklich. Meine Güte. Was also daran kann ich mich echt gewöhnen. Wo willst du noch hin? Du bist ja rastlos, gell? Ich denke, ich werde jetzt gleich, so wie ich mich kenne, mein Pferd aus dem Stall abholen und werde dann zurück nach Rhodes. Und vielleicht treffe ich ja Spears noch an, dass wir die Kutsche auf mich überschreiben können. Ja, das wäre natürlich cool, ja. Wenn der das direkt machen könnte, das wäre natürlich super. Und dann mal schauen. Vielleicht setze ich mich heute mal zu Mr. Later mit an den Tisch. Das habe ich ja schon vor 3 Tagen gesagt, dass ich das vielleicht mal machen möchte. Ah, das ist sowieso nicht schlecht. Bei Michael kannst du dich immer mal hinsetzen. Möchtest du so ein kleines bisschen Kontakte knüpfen? Kann man einfach durchlaufen. Ja, aber geh mal kurz aus meinem Sichtfeld, bitte.
Oh, jetzt kommt das goldene Licht. Guck doch. Siehst du? Sieh dir das mal an. Oh, ist das schön. Oh, wow. Da ist es. Da ist es. Das hat sich aber jetzt schnell aufgelöst. Aber ich finde das so schön mit dem... Also, das sieht echt fantastisch aus. Ja, und das ist es auch. Aber ich denke, ich werde mir jetzt deine Kutsche schnappen, die im Stall parken und, mit nach Blackwater nehmen und in den Stall parken, damit ich nicht in die Dunkelheit, durch die Dunkelheit durch Seas Landing muss. Ja, ja, natürlich. Die nimmst du dir jetzt mit. Vorsichtig fährst, geht da auch kein Rad ab. Nein, würde niemals abgehen. Nein, da passiert gar nichts. Du fährst so vorsichtig. Du bist in diese zwei Tage nicht einmal im vollen Galopp geritten. Ich sage fließend. Naja, ich gebe mir Mühe. Ja, das machst du sehr gut. Wirklich, wirklich, wirklich. Also dafür, dass du sagst, du wärst vorher noch nicht die Kutsche gefahren, machst du das wirklich einfach. Ich hatte keine Minute Bedenken, dass du heute Abend nicht auftauchst und das ist keine Kutsche habe. Keine Minute. Also ich danke dir. Sehr gerne. Es freut mich natürlich auch, wenn ich unterstützen kann. Ja, das freut mich auch. Wenn du das kannst. Na, ich hoffe doch. Ja, du kannst es sehr gut. Also, wie gesagt, aber ich will dich so gar nicht drängen. Du musst deinen Weg finden, ne? Das ist wichtig. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. Aber du wirst ihn schon finden, da bin ich sicher. Natürlich. Also, wie gesagt, ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Das ist eine schöne Arbeit. Das freut mich. Das freut mich. Ja, und ich sag's mal so, ich habe zwar noch nicht viele Leute kennengelernt, also persönlich, doch Leo habe ich heute intensiver kennengelernt. Mit dem habe ich ein bisschen gesprochen. Ja. Adi. Audi, kann man Ihnen helfen? Haben Sie unten in... Kommen Sie von Rick Station noch? Ja. War da unten eine Kutsche? Da war eine Kutsche eben, ja. Ja, dann kommt die gleich hier hoch. Ich bedanke mich. Ja, keine Ursache. Ich musste ganz schnell mal in die Büsche, hä? Ja, alles gut. Die Kollegin ist weitergefahren, da kommt sie schon. Ich danke Ihnen. Okay, keine Ursache. Bis dann. Tschüss. Der Mann mit dem Pisspot auf dem Kopf. Ah, ich würde gerne mitfahren. Hör mal, deine Kollegin macht die Arbeit und du lungerst hier rum. Ich musste mal schnell in die Büsche. Grüßt euch. Ich habe Ärger mit dir. Wieso Ärger? Ich habe keine Ärger gemacht. Ich habe keine Ärger gemacht. Nein. Wir wollten dir Hallo... Ja, tschö. Tschö. Wir wollten dir mal Hallo sagen. Das ist sehr schön. Kommt ihr mit nach Strawberry, dann könnt ihr mir kurz Hallo sagen. Ich musste ganz schnell in die Büsche. Was soll ich sagen? Ja, es war dringend. Bitte? Ja, ich hab mich dann entschieden, einfach weiterzufahren. Ja, das war schon gut so. Ich hab die Hose nicht wieder hochgekriegt. Was soll ich sagen? Oh, bitte keine Details. Nein, ich will auch keine Details verraten. Bitte, bitte Lokführer besorgen. Danke. Und im Zweifelsfall soll er dir auch seine Kutsche überschreiben, damit du die mir überschreiben kannst. Genau. Weil ich glaube, das wird nichts. Ups, das machen wir dann. Ups, aua. Sehr gut. Ja, geht's denn? Ja, geht. Warte, bevor du jetzt da rein... Boah, das ist so ein Esel. Was denn? Oh, Entschuldigung. Wir sollten mitkommen, um dir hier Hallo zu sagen. In dem Sinne, hallo. Hallo, grüßt euch. Ich müsste schnell ein Telegramm schreiben. Ja, mach's. An Edward, wegen morgen, weißt du. Ja, wir gehen auch weiterarbeiten. Wo müsst ihr jetzt hin? Nach Rhodes. Ah, genau. Du hast eine schöne Bluse an. Dankeschön. Und du hast einen schönen sprechenden Terminkalender. Du solltest sie immer bei dir haben, um die Termine nie zu verpassen. Da ist Dill jetzt. Reite nach Rhodes. Mach ich auch. Tschüss. Tschüss. Passt auf euch auf. Ja. Das war eine Scherzmenz. Stell dir mal. Nein. Das wäre nein. Ja, das glaube ich dir, aber mein Kopf ist schon ein kleines bisschen weiter und mein Kopf sagt. Nein, das möchte ich nicht. Kopfkino. Jetzt stell dir mal vor. Stell dir mal vor, irgendwann sage ich, es tut mir leid, ich muss die Bahn verlassen. Ich werde Bäcker bei Mr. Later. Oha. Dann ist auch alles klar, hä? Mhm. Mhm. Bin ich mal gespannt, was die Zukunft bringt. Audi! Also eigentlich habe ich jetzt nicht vor, mich in irgendeine Liebschaft oder sowas zu stürzen.
Nein? Ah, nein. Das kommt einfach so, weißt du, das kannst du ja gar nicht verhindern. Wenn das so ist, dann ist das so. Ja, das kann gut sein, aber man muss es auch nicht unbedingt provozieren. Nein, das muss man nicht. Das und sowieso nein. Nicht, was heißt provozieren, ne? Das bringt ja auch gar nichts. Bringt doch gar nichts. Liebe kommt ja oder nicht. Alles gut, mein Lieber? Alles gut und Sie selbst? Oh, alles wunderbar. Annie ist in Blackwater bei die Schreiner. Sie will sich irgendeine Liege kaufen oder was? Okay. Ja, ja. Ich habe gesagt, das kannst du jetzt machen. Brauchst du einfach aussteigen, ich komme gleich wieder. Nimm ich dich wieder mit. Komm gerade. Ist ja die Reiterin, die mit hinterher geritten ist. Was? Eine Reiterin? Ja, da hinten. Audi! Da ist Wasser, Mädchen. Nach einem Mädchen aus. Was macht sie? Keine Ahnung. Okay. Na gut. Die kam auf uns hinterher geritten, wie keine Ahnung. Als wollte sie gerade ein Wettrennen machen. Ein Wettrennen mit die Bahn? Na, viel Spaß. Es ist eine Nummer. Hm? Da kannst du dich umziehen, da ist doch kein Thema. Wie gesagt, das kannst du jederzeit machen. Gerade mal, wer jetzt wieder bei der Bahn arbeitet. Ich weiß nicht. Mary. Alice. Ist nicht dein Ernst. Ja, sie wurde einfach gefolgt und. Also, sie hat mir die Sache erklärt. Sie sagte, sie ist an den Leuten vorbeigegangen, hatte aber wohl irgendwie Probleme mit ihren Stimmbändern. Die haben noch nicht so, naja, es kam kein Ton heraus, weißt du? Ja, manchmal ist sie trocken. Ja, ganz genau. Und ja. Das hat den Leuten wohl nicht gepasst. Sie sagten, ja, wer nicht grüßt, der hat hier nichts zu suchen oder so ähnlich. Und dann haben sie ihr gekündigt. Was ist das denn? Ja, ich habe mich auch schon für sie aufgeregt und habe auch schon gesagt, das soll nicht sein. Warum nee, fragt man denn nicht erstmal nach? Ich wollte schon meine dunkle Seele zucken, aber. Ja, also das ist ja wohl wirklich. Fangen die jetzt an wie in Strawberry oder was? Aber du könntest vielleicht. Ein Erlebnisbericht, das ist die eine Sache, oder du schreibst, kennst du eine Geschichte von dieser Syrokis? Bis jetzt noch nicht, nein. Aber ich glaube, du kannst ganz schnell eine Geschichte auftreiben von dieser Syrokis. Oh doch, ich könnte eine, ja gut, von einem Cherokee könnte ich, aber das ist eine, soll ich das jetzt ist es eine interessante Geschichte? Nein, es ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine Lieblingsgeschichte, geht die gut aus oder schlecht? Ich würde eher sagen, schlecht. Wie geht sie aus? Wie es lässt? Also, was passiert? Sie geht nach vielen, vielen Jahren, wo die zusammen sind. Und sagt zu ihm, er muss leben. Er muss leben? Seine Aufgaben erfüllen. Nein, bleiben. Ah, er muss bleiben. Er muss bleiben und seine Aufgaben erfüllen, während sie geht, um die ihren zu erledigen. Also, sie haut ab. Sie hat keine Lust mehr, oder was? Mir wurde nur gesagt, es gab Gründe dafür. Ich wollte jetzt auch nicht zu tief nachfragen. Ah. Weißt du, ich habe von Hasi eine Sache gelernt. Wenn dir Leute etwas erzählen wollen, dann werden sie es tun. Frag nicht großartig nach. Ja, das stimmt. Zügle deine Neugier. Ja, das stimmt. Fällt da hat mir er mal recht. Immer leicht. Mir ist eben aufgefallen, als ich gefahren bin, dass ich viel, viel schneller fahre wie du. Und das finde ich nicht gut. Also, ich finde deine Fahrstil viel besser. Es ist gemütlicher. Man kann sich entspannen bei der Fahrt. Das ist unglaublich. Ich bin ja normalerweise angespannt. Jetzt bist du entspannt? Jetzt bin ich total entspannt. Ich könnte runterfallen, wenn ich da so Hauptsache. Mach das bitte nicht noch immer einmal. Ein bisschen festhalten, weißt du? Sonst nicht, dass ich zusammenklappe vor lauter Entspannung. Du weißt, was ich meine. Ja. Wie so eine trockene Handtuch, dass du zusammenlegst, weißt du? So, blub. Also, aber ich will es jetzt nicht vormachen. Das tut immer weh. Nein, ja, vor allen Dingen... Wenn ich plötzlich nicht mehr entspannt, dann ist ja alles weg. Dann, ja, genau. Und ganz ehrlich, ich habe gerade schon fürchterlich erschreckt, wo du auf einmal vom Kutschbock runtergesprungen bist, weil du so dringend musstest. Ja, das war sowieso... Also, das war aber auch dringend, hä? Sehr ich bin dringend, froh, ja. Dass ich schnell genug die Hose runter hatte, hä?
Ich sage, wie ist. Jetzt kannst du doch rum. Ist doch schon genug. Wirklich? Ja, natürlich. Nee. Nur Restezügel, nur Restezügel. Nur Restezügel, nur Restezügel. Kollege, das passt. Nein, das nicht. Wieso passt es nicht? Was ist das denn für eine Sperrise Kutsche? Fast die gleiche. Ich wollte gerade sagen, das deswegen ist die gleiche. Sag ich doch, was ist das denn für eine Sperrise Kutsche? Oder ist es eine Sperrise Fahre? Ich weiß es nicht. Mach's gut, Idi. Hallo? Hallo. Oder gerade. Vielleicht macht man sich alles zu schwer. Vielleicht ist es eigentlich gar nicht schwer. Es ist eigentlich ganz leicht. Ganz leicht. Weißt du, was ich glaube? Ja. Ich glaube, dadurch, dass wir zu viel nachten, zerdenken wir ganz viel und verpassen Chancen, Möglichkeiten. Richtig. Meine Rede. Und machen uns selber einen unglaublichen Stress. Genau so sieht es aus. Und das ist die Essenz aus dem Ganzen. Was kommt da unten gelaufen? Ein kleines Männchen. Warum? Ist die Frage. Was ist das für ein kleines Männchen? Das ist ein Billy. Weil das unser kleines Männchen ist. Das ist ein kleiner Billy. Jetzt stellt er sich doch auch hier hin. Willst du jetzt auch Leute mitnehmen? Ich mach dies auch mal fertig irgendwann. Die Konkurrenz. Sonst musst du mit ihm ein ernstes Wort nehmen. Die Konkurrenz. Dass der Zisson wieder guckt. Der Zisson wieder bereit. Ja? Na klar. Aber ich glaube, er. Naja, vielleicht fahre ich auch mit. Pass auf, ich muss jetzt einmal einschlagen nach links. Aha. Hey, das ist ja viel besser als ich. Natürlich. Nein. Du hast die falsche Richtung genommen, ne? Ja, ich weiß. Machst du nochmal. Ich war jetzt abgelenkt. Ja. Du wolltest es so gut machen und du hast es so gut angefangen. Genau dazwischen. Guck dir das an, das ist genau die Mitte. Das ist natürlich wieder Bonus. Ja, wer hat erkannt? Patro? Ja, bitte. Da habe ich meine eigene Kutsche, ich vermisse dich schon. Ja, ist dies auch? Hm? Ist dies auch? Oh, danke. Aber ich habe eine adäquate Ersatz. Ich kann es nicht besser sagen. Und diese Frau behält sich alles. Hm? Sie schreibt sogar... Jetzt komm doch mal her. Sie schreibt sogar mir, dass ich meine Stunden schreiben soll. Hast du deine Stunden von gestern eingetragen? Ich glaube schon. Ja, das will ich aber. Weißt du, du musst auch mal ein bisschen... Ich würde als allererstes würde ich eine Annonce in die Zeitung setzen. Don't drink and ride. Und dann würde ich mich vor die Salon stellen und würde sagen, ich fahre euch heim. Es gibt einen Grund, warum ich das nicht mache. Warum? Weil du die Besoffenen in der Kutsche hast? Nein. Warum? Kommen Sie mal kurz mit. Wer ist? Nein, die Dame. Ja, klar. Was soll das jetzt? Ich weiß es nicht. Wenn ihr euch gegen mich verschwört, dann ist aber was los. Dann setzt es... Prügel auf die Hintern. Eine Zug fährt ein. Und Spiers hat tatsächlich die alten Reifen. Brrr. Oh, das hat er gut gemacht. Oh, das hat er gut gemacht. Er hat ein bisschen weiter vorne. Nein, das ist schon wunderbar. Schau. Guck mal, wie gut er das gemacht hat. Nein, das ist schon wunderbar. Doch. Audi! Ich kann auf Kante. Hilfe! Alles gut. Kante auf Papa! Ich komme hier nicht rum. Einfach mal ein bisschen hier rum. Au! Ein bisschen. Hallo, was machst du? Ein bisschen herum. Ich arbeite jetzt Audi. Bei euch. Ist das nicht Billy? Ach, was? Hallo, ja, Billy. Klar. Billy, mein Lieber. Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen mal reden, ne? Oh je, ja sicher. Jetzt? Wann immer du willst. Irgendwann. Muss nicht jetzt sein. Kommst du nachher nochmal nach Rhodes? Vielleicht? Weiß ich noch nicht. Eigentlich nicht. Ich werde wahrscheinlich in die Lager machen nachher. Also wenn ich fertig bin jetzt. Feierabend 10 Uhr oder was dann.
Ach so. Ja, weil ich werde auf jeden Fall nach Rhodes. Dann habe ich da noch was zu tun. Ja, das ist ja kein Problem. Wir können ja auch morgen mal reden oder so. Ja, da fährst du mal mit. Ja, auch reden. Hm? Ja, dann sind wir zu dritt oder was? Ja, oder ja. Dann kannst du ja eine Runde mitfahren, dann fahren wir wieder zurück. Dann kannst du dich in den Zug setzen und bist du wieder in Rhodes. Hm? Ja. Ja, kann man ja mal. Worum geht's denn? Ich einfach nur reden. Hm? Ach so. Es muss um gar nichts gehen. Wir machen. Wir müssen doch mal reden darüber. Die haben mich halt gekündigt. Ja, das habe ich ja schon gehört. Aber ich will das von dir hören. Ich habe das von Madiba gehört eben. Ja, weil die meinten halt, weil ich eben nicht Hallo gesagt habe und weil ich nicht zu dem passen würde. Aber meine Stimmbänder waren halt kaputt und dann konnte ich halt nichts hören und sagen, weißt du? Ja, was ist das für eine Käse? Ich meine, hä? Ah, gut. Ja. Egal. Das können wir mal bereden. Ist doch kein Thema. Können wir gerne später, können wir morgen dann machen. Wir müssen los, bitte einsteigen jetzt. Tschüss. Machen wir. Hab euch lieb. Tschüss. Mr. Spears war nicht da. Ja, ich auch. Tschüss, nee. Ich fahr nochmal mit. Tschüss. Alles klar, mach's gut. Mach's gut. Hey, ich sag's mal so, wenn man sein Herzblut reinsteckt, ist alles gut. Aber trotzdem, ich meine, wenn mal irgendwann du denkst, ach, jetzt brauche ich doch mal was Neues. Schön, dass der Leo dir schon eine Stelle anbietet. Das stimmt. Kann, glaube ich, jederzeit anfangen. Und ich glaube, Leo hat immer genug zu tun. Ne? Siehst du ja, meine Kurze dauert 2,5 Wochen. Wer weiß, vielleicht... vielleicht braucht Leo ja noch weibliche Unterstützung. Das war ein Spaß, das war ein Spaß. Die Idee würde ich nicht mehr kommen. Spaß. Nein, alles gut. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, du musst einen Weg finden. Wenn du Spaß daran hast, dann kannst du bleiben. Wenn nicht, dann bleibst du halt nicht. Das ist auch kein Problem. Also, natürlich wäre es traurig, aber das ist ja dein Leben, nicht meins. Ja? Ich sag's mal so, solange mich jetzt einer davon überzeugt, dass ich vielleicht auch noch mal lernen müsste, Zug zu fahren, einfach nur, damit ich aushelfen kann, wenn mal irgendwo Not am Mann ist, ist alles gut. Nach der Geschichte, die du mir erzählt hast, habe ich nämlich keine große Lust, ja, zu fahren. Vielleicht habe ich mich aber auch nur angestellt wie eine Trottel. Kann ja sein. Wer weiß das denn? Hm? Ich habe keine Lust, dass du... Ja, wenn du es schön langsam machst, ist das in Ordnung. Musst du aber langsam machen. Nicht hier. Ich glaube, wenn du hier so schnell drüber machst, dann hast du vielleicht Bertin auch ein Problem. Hm? Du warst ganz vorsichtig. Schwarmun? Ja, wie gesagt, ich würde ja durchs Fies Landing reiten, aber das war mir jetzt gerade mit dem Pferd ein bisschen zu... Ja, wie gesagt, wie soll ich sagen, unsicher. Es war schon eine da. Ich habe was gehört. Ich weiß aber nicht genau, ob das stimmt. Ich habe gehört, was diese Leute da sind alle Alkoholiker. Oha. Diese Leute, die da rumstehen und die sind meistens besoffen. Und es gibt ein paar Leute, die tun da wohl Snaps an die Leute verkaufen. Selbstgebrannte, weißt du? Da hättest du den Moonshiner von Lenkhoff loswerden können, was? Da hätte ich den Moonshiner von Lenkhoff loswerden können, genau. Wenn ich das gewusst hätte, ich habe es ja nicht gewusst, ich bin ja ein ehrlicher Mensch. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Ding schon längst weggeschmissen. Ich hätte es gar nicht in die Fett getan. Ich hätte wahrscheinlich ja, sofort über Lenkhoff gesagt, sag mal, ist du nicht ganz sauber oder was? Machst du hier? Dass er mir das überhaupt gegeben hat, wundert mich. Ne? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Er muss doch eigentlich denken, na, der weiß, was das ist. Ne? Ich verstehe es nicht. Aber egal. Ich glaube, das müssen wir nicht verstehen. Nein, ist auch Schnee von gestern. Ist egal. Weil ich diesen Lenkhoff echt gerne... mal kennenlernen würde. Ja, das ist eine sehr interessante Mann. Das bin ich ja mal gespannt, ob jetzt eine Kontrolle ist. Ja, ich auch. Es ist schon wieder so komisch hell hier. Ah, es war mir so klar. Guten Abend. Audi. Wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Grenzkontrolle. Jawohl. Wunderbar. Kennt sich aus. Moment, einmal. Zack. Audi.
Perfekt. Gut, dann können Sie weiter. Das ist gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Gleich bald. Mal stehen bleiben, bitte. Hallo. Oh, hallo. Entschuldigen Sie bitte. Stellen Sie bitte einmal Ihre Pferde ab. Ja. Einmal bitte anbinden. Abstellen, John. Einmal anbinden. Hey, so wem gehört denn das Pferd? Ist dich? Tschüss. Weißt du, was das schön ist? Mhm. Jetzt konnte ich einfach damit punkten, weil ich die Abläufe schon kannte und mich einfach direkt kooperativ gezeigt habe. Ich kenne die Abläufe auch. Ja, nur dass du schon negative Erfahrungen gemacht hast. Ja, aber nicht nur deswegen, weil ich habe ein Abo auf diese Brüder. Ich weiß nicht. Was? Immer wenn die irgendwo stehen, fahre ich da dran vorbei. Reite ich da dran vorbei. Es ist lästig mittlerweile. Es ist mittlerweile lästig. Audi! Audi, Quattro! Hallo! Was ist mit dir? Wo kommst du her? Ich... von da. Von da, wieder mal aus irgendeiner Ecke raus. Diese Frau ist auch ein Phänomen, glaube mir. Wie geht es dir? Ich muss mir schnell ein Pferd kaufen, bevor die Dame verschwindet. Was? Du musst dir schnell ein Pferd kaufen, bevor die Dame verschwindet. Willst du uns ein Rätsel aufgeben? Nein, ich muss nach Blackwater. Du musst nach Blackwater? Miss, wie ist Ihr Name? Ben Stevens. Ich glaube, wir kennen uns. Ach so, doch, Sie sind es. Ja, okay. Verdammt, wo sind Bus? Ah, da hinten, perfekt. Okay, ich hab's echt Ortega, eilig. Ortega, hallo. Grüß dich. Ja, dann los. Ja, dann macht's gut. Nicht aufhalten lassen. Warst du schon bei der Bank? Verdammt. Oh ja, verdammt. Ach Mann. Du kriegst die schon in den Griff. Ja, ich glaube auch. Wie geht's euch denn? Gut und selbst? Ja, auch gut. Danke der Nachfrage. Danke der Nachfrage. Ja, die hat's echt eilig mit ihrem Pferd. Ja. Was für eins wird's denn? Irgendwas mit A. Appaloosa gibt's die? Appaloosa, ja. Ja, genau die. Genau. Dann bis später. Tschüss. Ja. Passt auf euch auf. Und es ist ein Grenzkontroll. Wissen wir, dann sind wir schon zweimal durch. Okay. Einfach mal. Liebes Tagebuch. Wir schreiben den 12. September 1875 und hier möchte ich das Kapitel schließen. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt die letzten Zeilen dieses Kapitels schreiben kann, denn wie viel Kraft und Anstrengung in der Niederschrift von 3 Tagen stecken können, kann sich kein Mensch ausmalen. Trotz alledem haben wir viel geschafft. Ich habe ein Pferd und eine Kutsche gekauft. Man macht sich kein Bild noch dazu, weil ich eigentlich noch gar kein Geld dafür habe. Aber Josie war so lieb und hält Kelpie so lange im Stall, bis ich das Geld habe. Auch dann werde ich es erst übernehmen. Ansonsten habe ich den Sonderzug schon so gut wie vorbereitet. Okay, es fehlen noch ein paar Geschichten, doch ich denke, das kriegen wir hin. Eventuell mit den Geschichten von Hank oder wir werden es sehen. Anne ist mit auf der Kutsche und wie ich das beim letzten Mal schon sagte, das wird mich noch einen Moment begleiten. Jetzt, da ich weiß, dass dieses Kapitel nicht vor dem Jahreswechsel veröffentlicht wird, hoffe ich, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Für das zukünftige Jahr wünsche ich euch alles Gute, viel Glück, Gesundheit, Liebe, Kreativität und bleibt unserem County erhalten. Hasta luego, euer Quattro Ortega.